So, jetzt hört man mich zumindest auch. Und hallo erst einmal, würde ich sagen, und vielen Dank für deinen Raid mit 6 Viewern, liebe Eisenseele. Und ich glaube, das waren ein paar Follows. Ich wechsle mal hier drauf. So, dann hätten wir es noch gesehen. So. Ja, die Miss Strangelove war natürlich schon da. So, jetzt haben wir alles, habe ich alles ein bisschen verschoben. Ist immer etwas blöd zu sagen, ob das alles passt. Das Mikro hatte ich noch hier unten, weil es eben sinnvoller ist, da aufzustellen. So. Zack. So, jetzt steht's. Ja, die Hände von einer Wie. Ja, die Hände sind schon da, das Modell. Es ist immer etwas blöd, wenn man mit einer Kamera guckt, um seine Hand zu steuern. Das Modell, wie wir es letztes Mal vorhatten, die Drüsen oben, die Pfoten, den ganzen Körperbau, der Hauptkörper, der bei beiden Kreaturen gleich ist und der dann auf diese Base passt. So. Ja, geschickt im Umgang mit den Händen. So, ich schiebe mal da weg. Brauchen wir gerade nicht. Da hinten ist nur Müll. Beziehungsweise Hülle. Hülle für das Messer. Für den Cutter. Und wir haben ja gesagt, wir machen den da. Ja, flinke Zunge, ja. So, dann muss ich aber erstmal zurückblättern, damit wir sehen, welchen ich machen muss oder welche Sachen ich machen muss. Denn wir sind hier. Wir haben aufgehört bei. Moment, gleich seht ihr es. Wir haben bei dem Schritt hier aufgehört. Dem hier. Dass das hier da ist, was wir ja auch eigentlich da sehen. Da sehen wir es. Und jetzt ist. Oh, ich wollte eigentlich auch noch Sachen vorbereiten, aber erstmal. Und das ist jetzt unsere Option. Was mich theoretisch interessieren wird, ist, wenn es Leuten denn gefällt, und das werden ja wahrscheinlich auch noch einige Sachen zum Thema Tyranniden kommen, ob man dann vielleicht auch so weit geht zu sagen, man macht auch ein anderes Volk dann zusammen, wo man dann auch Kämpfe und alles macht. Also, die ersten Seiten sind für den Eco. Das ist für den mit der dicken Wumme oben drauf. Deswegen müssen wir auf das hier jetzt übergehen. Wir müssen hier anfangen, weil da fängt der andere an, der Haruspex. Und das erste, was man machen muss, sind Teil 30 und 31 sammeln. Gut. So. Ansonsten, ich begrüße auch noch alle Zuschauer von der Eisenseele und jeder, der gekommen ist. Ihr seid gerne eingeladen, einen Kommentar zu hinterlassen. Ich werde im Laufe des Ganzen
die Eisenseele hinzuziehen, der mir dabei helfen wird, weil der Sitzplatz ungefähr 1,50 Meter entfernt ist und mich immer rüberzulehnen ist halt auch blöd. Problem ist die Lichtquelle. Ich habe nur da oben in der Richtung eine Lichtquelle, die ist noch ein bisschen weg von hier. Deswegen sieht man an meinem Schatten. Ne? Seht ihr? Die ist noch in der Richtung. Also in der Richtung. Und das ist natürlich blöd. Und wie man sieht, ist die Kamera auch nicht die beste. Die fokussiert sich auch ziemlich. Für die ist hier jetzt heller, jetzt wieder dunkler. Das liegt an dem weißen Tisch. So. Jetzt wird erstmal nichts gemacht. Ich glaube, ich kann die Kamera noch ein Stückchen hochtun. Dann habe ich. So. Dann habe ich mehr Baufläche. So. Weil dann kann ich hier das hinhalten und kann wirklich da hoch zeigen. Der Dinger kann ich hier nach hinten. Und dann muss ich das nicht so weit drunter halten, weil hier unten, hier, also da, wo mein Finger jetzt kommt. Moment. Ne, komm, jetzt weiß ich, was das Problem war. So. Hier unten ist schon fast der Karton, auf dem das Ganze steht. So. Hier seht ihr, dieses Teil ist dieses Zungenteil, das wir rauslösen müssen. So, einmal hier, einmal hier. Dann hier. Komm. Hier. Da. Jetzt wird's kritisch. Da. So, das ist, wie man schwer erkennen kann, hier. Könnt ihr das erkennen? Nee, kann man schwer erkennen. Da oben, da wo mein Finger gerade ist, hier, da ist eine 30. Ich brauche echt, wenn ich das weitermachen würde, eine neue Webcam wahrscheinlich. Teil 31 ist dann das hier. So. Man muss echt vorsichtig sein, weil manche Teile sind nur noch so, sind auch teilweise so dünn. Bäh. Und fliegen weg, wenn man sie wegknipst. Dass man eben Gefahr läuft, das Teil zu beschädigen, die Funktionalität des Teils. Besonders wenn es dann wie hier in der Nähe der Klebestelle ist. So. Bisschen mit geradigen. Also ich denke mal, heute werden wir ihn fertig kriegen. Es ist nicht mehr so viel. Es sind gerade noch die Mundstücke. Also der Mund, der Kopf insgesamt, wenn ich es richtig sehe. Ja, die Einzelteile vom Kopf, die vorderen Klauen und der Schweif. Das sind so die Teile, die jetzt noch fehlen. So, das hier ist eins von den Teilen, das ist das andere. Die müssen nachher verbunden werden. Jetzt ist der Punkt, dass ich hier ein bisschen was abkratzen muss. So. Und hier auch noch. So. Sieht man's gut? So, dann begrüße ich mal. So, ich grüße Namitsu bei unserem Modellbau. Ach, das ist immer.
So ein bisschen schwierig. Wie gesagt, man muss sich ein bisschen hinlehnen, damit man es überhaupt sieht. Hier, das ist natürlich blöd, weil das hier drin ist eine Klebestelle. Die sind meistens eigentlich eher so angepasst und hier vorne ist auch wieder sowas auf einer Klebestelle. Das macht das Ganze halt immer ein bisschen, ja, schwierig. So. Gut, da war nur die Meldung von meinem Stream. So. Dann hier noch ein bisschen. So. So. Das sieht dann schon mal glatter aus. Und hier hat man auch wieder das Problem, dass man hier hat man so eine schöne Naht. Das ist das, was ich meine bei so größeren Teilen gerade, besonders solchen, die glatte Stellen haben, hat man dann so eine Naht. Aber das ist unvermeidlich. Das ist so ein typischer Basteleffekt. Das ist wie wenn ihr jetzt, wenn man was presst, da entsteht immer eine Naht. Ich glaube, das beste Beispiel für Leute ist, und ja, ich mache euch Hunger, Waffeln. Erinnert euch an Waffeln. Die meisten Waffelformen, die ihr seht, besonders wenn ihr auf irgendwelchen Weihnachtsmärkten oder so seid, die stehen ja immer so ein bisschen drüber hinaus. Also es gibt ein bisschen Waffelmasse, sage ich mal, die nicht in Form ist. Weil einfach das Waffeleisen da dann eine Art Überlauf hat. Und genauso ist es auch hier. Bloß, dass es hier, wenn es dann bemalt ist, wesentlich eher rauskommt. So, zum Glück ist das halt so ein. Das Gute daran ist, das ist ein Teil, das sieht man sehr stark. Deswegen ist es schon wichtig, das da zu machen. Aber es ist auch ein sehr glattes Teil, das macht das Ganze wieder etwas schwieriger. So, ich komme mal wieder rüber. Weil jetzt sind die Teile fertig. Ah, willkommen, Jomaro. Oder Spritzguss, ja. Also viel Werkzeug braucht man wirklich nicht. Man braucht eigentlich nur so ein Messer und eine Zange. Und ein Kleber. Was natürlich selbstverständlich sein sollte. Schließlich ist es ja, wenn man das ja. Ach du Scheiße. Jetzt haben wir das Problem. Man sieht es hoffentlich. Der Kleber ist in seiner eigenen Hülle hängen geblieben. So. Nee, jetzt brauche ich eine Zange. Moment, ich muss eine Zange holen.
Okay, keine Zange gefunden. Blöd, jetzt. Hallo Geigermoos. Lange nicht gehört. Dann wird es jetzt eine Rumgefriemelei. Ich muss das Ding hier irgendwie rauskriegen. So. Ha, habe ich es rauskriegt. Ich habe einfach diese Löcher hier benutzt. Und jetzt sieht man auch, was daran ist. Hier ist Kleber. Der ist hart geworden. Und an der anderen Seite auch. Und das macht das Ganze natürlich normalerweise unnutzbar. Der einzige Fall, in dem man das wieder nutzen kann, ist es mit in heißem Wasser einlegen und dann ja an die kleine Stelle. Das muss also hier vorne ran. Okay. So. Ah, das ist sogar noch der volle Kleber. Ich glaube, den sollte ich nicht benutzen. Oh, der Mann mit dem Klebestoff. Ah. Hallo Eisenseele, du bist da? Doch, nimm den vollen Kleber. Nimm den vollen Kleber. Ja, da will aber Und nichts hallo rauskommen. alle im Chat. Ein bisschen schütteln. Ich habe So. mich doppelt. So. Da kann ich nichts für. Da hast du den Stream Nee, gleichzeitig da an. kann ich's mehr. Jetzt komm. Kann es sein, dass du Hört man mich ja, im überhaupt? Discord höre ich dich zum Beispiel nicht. Ach so, ja gut, einen Moment. Hä? Test? Ach verdammt, falsches Mikro für Discord eingestellt. Das ist immer dasselbe. Moment, das der Benutzer definiert. Sprache und Video da. So, während einer wie gerade versucht, sein Discord hinzukriegen, stopfe ich einfach mal meine Pizza, die ich mir nach meinem langen Stream Test, jetzt verdient Test. habe. Hallo erstmal an den Chat. Genau, I am the ghost in the shell. Ach, Richtig. Mann. Was soll denn das wieder für ein Ah, Scheiß? ich höre immer noch kein einer wie, weil ich den Stream gemutet habe. Eingabelautstärke. Dafür hört er mich wahrscheinlich kauen, wie ich meine Pizza kaue. Test. Und habe ich irgendwas Relevantes verpasst in der Zeit, wo ich nur was zu essen gemacht habe? Test. Ist der Tyrannit schon fertig, lieber Chat? Ich höre immer noch kein einer wie. Test. Der schafft das nicht. Test, hörst du mich? Ah, jetzt höre ich dich. Ja, aber Wunderbar. ich muss da noch was umstellen, da ist gerade irgendwas im Argen. Der gute Eisenseele ist leider viel zu leise, heißt es hier. Moment, es. Und du hast anscheinend das Teil 30 schon rausgelöst und entgratet, ohne dass ich dabei sein durfte. So. Ja. Moment, ich muss jetzt gucken, dass ich das mal als Standardgerät auswählen. Oh, eine Truhe poppt bei mir auf. Deaktivieren. Haha, ich habe 5 Kiesel bekommen. Test. Also ich höre dich. Test, jetzt besser? Ich höre dich immer noch, aber ich bin anscheinend leise bei Du dir im bist Stream. leise, also bei mir ist auf normaler Lautstärke, aber es kann sein, dass sprich mal. Test, also draußen vom Walde komme ich her. Ich muss euch sagen, meine Pizza mundet gar sehr.
Normal müsste er auf normaler Lautstärke sein, ist aber. Ja, selber schuld, Eisi. Das schau Girls an. Ich find's okay. Also, Felscher findet, ich bin okay. Ach so, ja, ich glaube, Wahrscheinlich hat sie mittlerweile nach den paar Stunden, die wir zusammen bei mir im Chat rumgehockt So. haben, einfach die Schnauze voll von meiner Stimme und will mich leise machen. nee, ich hab dich jetzt lauter gestellt. Du warst bei mir seltsamerweise nur auf 57% Ja. in Da fällt, Discord. ich sehe gerade, für was man bei dir die Kiesel ausgeben kann. Ich kann einen Song bei dir requesten. Singst du den dann? Natürlich nicht. Was erwartest du von mir? Dann würde ich vielleicht den Song Request ausschalten. Wieso Song Request? Wer das Song? Achso, ja, seltsam, ich dachte, ich hätte das ausgeschaltet. Anscheinend nicht. Ja gut, 50 Kiesel sollte niemand. Okay, durch das ganze Gespiele kann das. So, jetzt haben wir das Mundstück im Prinzip fertig. Erstmal, beziehungsweise das erste Teil von dem Mundstück, weil Teil 30. Oh, ich muss gucken. Das ist alles wesentlich höher. Ich muss gucken, wo die Untergrenze ist, damit ich das alles hinkriege. So, vielleicht sollten wir doch noch ein bisschen wieder zurückfahren. So, jetzt ist das Messer nicht mehr drauf. Wow, die Arbeitsfläche ist echt wenig gering. Oh, und auf Wiedersehen, Galgamos. Schön, dass du vorbeigeguckt hast. Oh, und auch auf Wiedersehen, Jomabo. Hab's gar nicht mitgekriegt. Aber schön, dass ihr da wart. Moment, ich kann das. Ich dachte, ich hätte es eigentlich ausgestellt bei den Erweiterungen. Bearbeiten. Und wie ist die Pizza? Was für eine Pizza isst du eigentlich, Eisenseele? Moment, Song Request da. So, hallo? Sind noch alle da? Entschuldigung, ich habe mein Mikro gemutet, damit ich nicht die ganze Zeit schmatze. Ich esse eine Diablo-Pizza. Ich habe gerade Nein! geredet. Aber ich habe vorher das Mikro ausgeschaltet, damit ich nicht die ganze Zeit beim Schmatzen erwischt werde. Oh je, da macht man doch Push-to-Talk erstmal rein für die Zeit. Naja. Deshalb kann ich ja mein Mikro muten. Ja, ich kann mein Mikro auch muten und kann aber, mache aber trotzdem meistens. Ja gut, ich mute mein Mikro, aber ich weiß, dass ich es gemutet habe meistens. Ich meistens auch, aber. Nächster Schritt, den Kopf verbinden. Wir haben jetzt die Zunge. Ja, Miss Strangelove, das hier ist allein die Zunge. Holt bitte das Verbandszeug, der Kopf wird verbunden. Ja, wir müssen den Kopf miteinander verbinden. Teil 34 und Teil 33. Sind nicht hier drauf. Aber wir haben ja noch einen zweiten Raum. Das hier müsste Teil 34, nee, das ist 33 und das ist 34. Der ist ein bisschen ein aggressiverer Typ. Ich soll ein Kompliment ausrichten für die schöne Zunge. Ja, die von Miss Strangelove, die freut sich. Aber wer ist denn gerade noch alles vielleicht aktiv? Die Strangelove, die kann doch nicht alleine einfach nur schreiben. Leistet der armen Dame doch Gesellschaft. Der Domabo ist schon gegangen. Der Ja, ich bin Galgamos ist ja. gegangen. Die Eisenseele hat mir nichts davon erzählt, weil er nur auf seiner Pizza rumschmatzt. Was habe ich nicht erzählt? Hat, dass die beiden gegangen sind. Nee, ich hab den einen erwähnt, dass er gegangen ist. Da habe ich verabschiedet. Der andere ist gegangen, bevor ich Moment. gekommen bin. Nee. Wirklich? Doch. Nee. Ja. Nee. Doch. Doch. Der hat mich schon im Chat geschrieben, ich gehe jetzt. Und da bin ich gerade an den Tisch gekommen. Okay. So, Zeitmarke sollte man halt dran haben. Da war ich noch nicht mal bei dir im Discord.
Okay. Aber Namitsu meint, er hilft mir auch dabei, die Strangelove zu unterstützen. Zu Und Bishop unterhalten. meint, ja, geile junge Ex-Prostituierte für F-Cups sucht Gesellschaft im Chat. Bitte meldet euch, sonst schreibt das im Streamtitel. Oh je, stimmt der Streamtitel überhaupt? Ja, gut. Also, man muss nur ein paar Buchstaben weglassen und es steht auf alle Fälle Sex im Titel. Ich kann da nichts. Warhammer Haru Sex. Der Bau geht weiter los. Hat es gerade Strange geschrieben oder ist es dir Nein, das habe ich eingefallen? gerade. Das habe ich gerade. Also, ab und zu habe ich auch mal einen versauten Geistes. Hoffentlich hält er sich in Grenzen. So, aber ich denke, heute dürfte man mit dem Bau fertig werden. Wenn ich mich auch ein bisschen ranhalte, dürfte das keine so schwere Sache werden. Also ich würde dir ja helfen, aber Naja, wenn du jetzt losfährst, dann würde es sogar funktionieren. nee. Ich meine, wenn du jetzt losfährst, dir ein Auto holst, du brauchst ungefähr eine Stunde zu mir. Nee, mache ich deshalb nicht, weil ich gerade einen tollen Parkplatz habe. Von mir bei der Tür. Ich krieg sonst keinen Parkplatz mehr. Ach, ist ja egal, kannst hier übernachten. Nee, das bei dir gibt's Meerschweinchen. Nee. Nee, wir können dich in ein Zimmer verfrachten, wo es keine Meerschweinchen gibt. Nee, danke. Ich bleib lieber in meinem eigenen Bett. Also wenn du mir natürlich eine nette Rothaarige vorbeischickst, dann Ich kann dir überlege ich mir dies. nochmal. Muss es rothaarig sein? Also dafür, dass ich jetzt extra noch zu dir fahre, müssen sie schon rothaarig sein. Ja, das wird schwierig. Ja, siehst du. So, also. Aber ich verlange ja nichts Unmögliches. Ich hätte ja sonst sagen können, eine rothaarige Asiatin. Ich bereite mich da das nächste Mal drauf vor. So. Strangie, du meinst doch nicht etwa das ganze Subgeld, was ich selbst ausgebe? Ich hab den ultimativen Plan. Ich kaufe mir jetzt einfach selbst meine Subs. Ja, das ist, ich meine, das ist eine Sache, die ich gern mit jemandem diskutieren möchte. Wie stehst du? Sieht man das überhaupt? Ja, man sieht's. Ja, man sieht's. Gut. Was diskutieren? Hallo. Wie stehst du zu diesem Sub-Schenken? Ich meine, ich finde es an sich keine so doofe Idee, weil das einfach. Also wenn du mir für nächsten Monat nochmal 25 Euro schenkst als Ausgleich, dann okay, nehme ich. Kein Problem. Bin offen dafür. Moment, nein, 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 ich will was, ich will dies ernsthaft diskutieren, weil, Ja. ich meine, du machst ja so, dass die Leute, die bei dir eine gewisse Zeit gucken und einen Kekse ausgeben, die kriegen dann einen Sub von dir. Das Ja, ist ja im ja. Prinzip dieses Sub-Schenken, Ja. was du nutzt. Gut. Aber, ja, Ich was? finde Ja. es, so wie du es machst, finde ich es auch, das kann man machen, weil im Prinzip müssen die Leute ja was tun, die müssen ja deinen Stream anschalten, okay. Theoretisch kann man das immer machen und dann laufen lassen, aber jetzt, du verstehst, Ja, du klar. willst was von den Leuten. Es ist jetzt auch nicht bei mir so die Sache, dass ich habe jetzt auch nicht, also wenn ich jetzt zum Beispiel ein großer YouTuber wäre, der halt geile YouTuber, geile alte, also wer sind die komischen Emojis hätte, dann würde ich es wahrscheinlich auch nicht machen. Weil dann würden sich die Leute einfach nur den Streamleben herlaufen lassen, um sich halt kostenlos dann die Emojis abzuschnorren, ohne halt was dafür zu holen. Aber Es ist ein bei sehr mir ist dünner halt Tyrannide geworden. ja ein sehr dünner Tyrannide. aber das, worum es mir ja geht, ist es ja wirklich, also da ich ja doch ein relativ kleiner Twitcher bin, also ich bin ja sogar kleiner als du. Also in Ja, Wirklichkeit. Ich bin tatsächlich auch in Wirklichkeit kleiner als einer wie. das muss man leider so sagen. Muss man leider sagen. Einer wie ist ein Berg. Also, das glaubt man kaum. Der ist nicht so klein und süß da, wie er auf seinem Avatar da zu sehen ist. Nee, das ist so ein richtiger Rage-Avatar, Skorpion. Ich Also, bin ein der einfach. Avatar.
Guck, deswegen meine blauen Hände. Die sieht man jetzt nur nicht, weil die Kamera kein Blau senden kann. Da kommt dein neues Rage-Teil einfach wirklich gut. Ich bin von der Statur klein. Nicht alles an mir ist klein. Nicht alles. Das wollen wir mal festhalten. Goa steht. Aber die Idee ist eben, was ich halt machen will, ich will halt explizit die Leute, die halt wirklich fleißig bei mir zuschauen, die will ich halt auch, dem will ich auch irgendwas zurückgeben. Genau, belohnen. Und mir ist halt nichts anderes wirklich großartig. Bauch, ja, da hast recht, der Bauch ist groß, ja, damit so. Er hat mich durchschaut. Ja, du wolltest denen was zurückgeben? Genau, zurückgeben. Und mir ist halt wirklich nichts Besseres eingefallen, was ich da machen. Also. Ja, was sich da lohnt. Genau, ich hätte jetzt sagen können, okay, ich will das koppeln mit einem Giveaway, aber die Giveaways wollte ich halt so machen, dass ich die halt theoretisch jedem Zuschauer, egal ob er Sub ist oder nicht Sub ist, zugänglich machen kann. Ja, also am Anfang solltest du sowas trennen, also allgemein machen, weil das Problem ist, im Normalfall folgen dir ja am Anfang nicht so viele, außer du kommst wirklich von einer anderen Plattform, hast da 50.000 Leute und dann sind 40.000 dabei. Ich meine, nimm die Rocket Beans, das ist ja das beste Beispiel. Als die rüberkamen und da die Subs drin waren, das war ja im Prinzip haben die ja nur die Leute verschoben. Die haben ja jetzt nicht irgendwie was neu entwickelt oder so. Ja. Aber wenn du kleiner bist, dann musst du das halt so machen, wie du Giveaways zum, so blöd vielleicht klingt, zum Anlocken. Aber was jetzt mein Problem mit diesem Schenken ist eher die Tatsache, ich habe mal bei größeren Streamern reingeguckt und es gibt Streamer, die ihre Zuschauer, beziehungsweise ihre Stammzuschauer wahrscheinlich, dazu verdonnern, eine gewisse Anzahl an Leute Das finde ich eine echte Sauerei. Ich meine, ich finde es okay in einem Sinne, wenn du sagst, hier, der hat irgendwie, keine Ahnung, die haben irgendwie privat auch zu tun. Also wenn so jemand, ich meine, an sich finde ich es auch scheiße, ja. Aber ich meine, wenn ich mit dir da zum Beispiel was reden würde und dann sagen wir, okay, keine Ahnung, ich konnte wegen dem Essen nicht alles zahlen und ich soll dir irgendwie diese 5 Dollar geben und dann soll ich vielleicht irgendeinen zum Sub machen. So, ganz banale Sache. Das ist noch irgendwie okay, weil es ein bisschen dann die persönliche Sache ist und so. Aber was ich sagen würde, also meine Sache ist, okay, angenommen, so jetzt wie, ich habe dir jetzt die 25 Euro Sub gemacht. Ja. Da würde ich sagen, Leute, gebt mir nicht die 25 Euro Sub. Weil dafür kriegt ihr vielleicht höchstens ein zusätzliches Icon oder so. Spart euch das Geld. Und subbt lieber 5 Monate lang. Ja, subbt lieber 5 Monate lang. Oder gibt dafür ein Sub, wo ihr günstiger seid, immer noch, als 25 Euro, für einen weiteren User aus. Der sich vielleicht sonst nicht leisten könnte. Das wäre das, was ich höchstens sagen würde. Da würde ich sagen, okay, bevor du die 25 Euro ausgibst, wo du dich hast, gibt es jemanden, wo wir wissen, der ist ewig lang drin und so weiter, aber deswegen so nach dem Motto, Leute, ihr müsst den Leuten, ihr gebt die, oder wo ich, was ich zum Beispiel auch sagen würde, wenn es jetzt sowas ist wie heute, wenn ich jetzt zum Beispiel sehr viele Spenden kriegen würde, angenommen, dann würde ich sagen, Leute, gebt mir heute keine Spenden, wenn ihr mir sowieso 5 Euro spenden wollt, gebt es heute mal vielleicht in der Community zurück oder sowas. Ja, aber genau, dass du sagen kannst, okay, wenn ihr mir schon Geld geben wollt, also wenn ihr selber sagt, ihr wollt mir Geld geben, dann würde ich euch bitten, macht das so und so, weil das dann Vorteile für uns alle hat. Du bist ja dann, du wirst dann eher Partner, du kriegst dann das eher und so weiter. Aber jetzt das wie eher zu sagen, hier, du Mod, du musst jetzt noch 5 machen oder irgendwie. Klar, wenn die das mitmachen, dann ist es ja prinzipiell okay. Aber du verstehst, wie ich es meine. Es ist genau, also, ja, nee, wie gesagt, das finde ich total assi.
Das finde ich fast genauso assi. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Das ging auf Twitter hoch und runter. Die eine YouTuberin, die gesagt hat: Leute, mein Pferd ist gestorben und meine Eltern haben gesagt, entweder kriege ich ein neues Pferd, oh, da muss ich aber mit dem Stream aufhören, oder ich kriege kein neues Pferd. Also, ihr müsst mir jetzt 10.000 Euro spenden, dann kann ich weitermachen mit Streamen und habe ein Pferd. Also die hat dann wirklich die Leute sozusagen erpresst, wenn ihr mich weiter sehen wollt, spendet mir 10.000 Euro. Ja gut, so Sachen sind halt dann, finde ich, das ist ja fast schon der Standard von ja, das ist so eine Standardsache von Twitch. Ich meine, prinzipiell ist das Ganze, wie soll man es nennen, das Ganze Donaten und so weiter, das basiert ja eigentlich wirklich nur auf dem Punkt, du möchtest die Person weitersehen. Jetzt muss ich mal herausfinden, wie das Ja, aber funktioniert. in dem Fall ist es ja wirklich so, Ah, so. gib mir 10.000 bis da und dahin. Also das ist halt, also. Ja, es ist an sich nicht wirklich okay, finde ich auch. Ja, es ist. Strangy, ich weiß, übrigens, sie hat geschrieben, Icy, ich kaufe trotzdem einen Sub, bevor ich Kekse für nehme. Ich weiß, dein Ziel ist ja, die 10.000 Kekse zusammenzukriegen. Was machst du Ich bei weiß halt. 10.000 Ich Keksen? weiß es nicht. Sie hofft ja auf One-Night-Stand oder so, hat sie gestern gemacht. Ich weiß zwar nicht genau, mit wem sie denn hofft. Ich hoffe, ich vielleicht mit dir, keine Ahnung. Oder. Dazu bräuchte sie schon mehr Keks. Vor allem bei dir sind es ja Kiesel. Vielleicht können wir. Wie viel Kek, wie ist eigentlich bei dir der Umtauschkurs? Also, wie viel Keks, Kiesel sind ein Keks von mir wert? Ich glaube, der Umtauschkurs ist 1,5, also Ach 1,5 so, von deinen ich hab. Keksen sind ein Kiesel. Strangelove hat gemeint, nein, das war nur für weibliche Alternativabonnenten. Was bist denn du? Ich dachte, du bist auch weiblich und du, das wäre eine Alternative für dich als Abonnent. Strangelove. So, ich habe jetzt herausgefunden, der hat hier unten so ein Loch, also so eine Vertiefung. Ah, Und da. du solltest aufpassen, wenn du von Löchern redest, solange Strangelove oder ich im Chat sind. Ja, ich weiß, die sind nicht vor euch sicher. Aber ich habe eine Vertiefung gefunden, weil ich habe mich gefragt, wie bringt man das Ganze an? Hallo Und. Xnisi, Ah, Xnisi, hallo? fragt gerade, was wird das? Das Das. wird ein Haru Specs aus dem Moment, ich. Warhammer 40k Zergenarmee. Nee, nicht Der Zergen, da, Zergen war Tyranniden. Tyranniden. Der hier oben wird das. Das ist, prinzipiell ist es eine Nahkampfbestie und hat dann Fähigkeiten, mit denen er sogar gegnerische Einheiten verschlingen kann. Aber prinzipiell ist es die Nahkampfbestie oder die neueste Nahkampfbestie der Tyranniden. Und das, was ich jetzt aktuell hier in der Hand halte, ist das Maul. Halt's Maul! Halt's Maul! Mach ich gerade. Okay, ich bin ja schon still. Nein, ich tu's doch gerade. Ich halt's Maul gerade. Ach so, du hältst Maul. Okay. Ich dachte, ich soll es dir abnehmen. Nee, also ich. Du weißt, wir wissen doch beide, dass du bis hier nicht, dass du nicht rechtzeitig hier ankommst. Ja, jetzt nicht mehr. Ich will halt meinen Parkplatz nicht opfern. So, Ja. was? Mist, aber wegen so Support. Ich finde, einer wie lieb würde ihm halt einen Tyranniden kaufen. Er freut sich und kann Stream-Content machen. Und ich freue mich, weil es richtig bekommen hat. Genau, das ist zum Beispiel eine geile Idee. Jetzt haben wir nur letztes Mal geguckt, es ist halt relativ schwierig, an Tyranniden zu kommen. Naja, man kommt, man muss sich aber bei der Ge beziehungsweise an so Ja, eine ich meine, also Wunschliste zu kommen. das mein, du brauchst halt irgendwie einen Account erstmal, bevor du die holen kannst. Also ich habe auch schon überlegt, ob ich ihn mal einen gönnen soll, irgendwann mal als Geburtstagsgeschenk oder sowas, aber. Die sind auch nicht billig, also ich. Deshalb habe ich meine Idee war ja vielleicht mal so eine kleine Amazon-Wunschliste, wo man gucken könnte, aber die gibt es halt leider auch nicht bei Amazon. Ein Also da gibt es paar, also zwar. ich habe ein paar gibt's, aber es gibt halt nicht alle, weil die Amazon ist, glaube ich, immer so ein bisschen hinterher in dem Bereich. Die Sache ist jetzt, ich kann es halt so umgehen. Ich sag einfach mal wieder irgendwann zu einer wie, komm, einer wie, wir treffen uns in Stuttgart und dann, wenn wir das nächste Mal beim Games Workshop sind und er sich dann die Tyranniden anguckt, ne?
Kleiner, welchen hättest denn gern? Oh, ich hätte den, 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 den. So, Ich muss leider was soll offen ich? sagen, ich habe von den Tyranniden schon sehr viele Modelle. Ich weiß nicht, ob es da sinnvoll ist, weil ich habe wirklich fast die ganze Armee. Also klar, von manchen braucht man mehrere. Zum Beispiel hier bei dem hier jetzt, bestes Beispiel. Ich baue jetzt den hier zusammen mit dem Maul, aber es gibt ja auch den mit der Kanone. Ich habe keinen von beiden bisher. Okay, Sneezy fragt gerade, sollte man dieses Ding kennen, was du da baust? Nicht unbedingt, wenn dir Tyranniden was sagen, das, also wenn du, das Problem ist, das Warhammer-Universum ist halt sehr eingeschränkt. Es Du ist, hast ja vorher auch gesagt, das ist relativ neu, oder? Das also Modell. dieses Modell, das ist, das kommt erst aus dem neuesten Codex, also Genau, aber das ist gibt's wirklich das? jung. Gab's das Viech vorher schon? Nee, das Vieh ist erst vor 2 oder 3 Jahren höchstens gekommen, da ist der Codex, also als die neueste Version von den Tyranniden kam, kam der erst dazu. Der ist also Also, ein ganz neuer. selbst wenn du dich im 40k-Universum auskennst, es ist keine Schande, wenn man den expliziten Typen nicht kennt. Ja, also wenn man jetzt länger nicht gespielt hat, wenn man nur über die Games sich auskennt, also die Videospiele. PC-Spiele, Ja, dann kennst du okay. den sicher nicht. Weil dann würdest du selbst bei dem hier Probleme haben. Und der ist ungefähr 2 oder 3 Jahre älter wie der, den ich baue. Ach so, Sneezy weiß nicht mal genau, was das ist, was du brauchst. Also, ich versuch's mal so zu, bisschen zu. Ja, Sagt los, ja mein StarCraft, Padawan. sagt ja StarCraft was. In StarCraft gibt es die Zerg. Im Prinzip, die Tyranniden aus Warhammer 40k sind die Vorlage der Zerg. Übrigens, Strangelove hat gesagt: Na, Kleiner, sagt der Kleine zum Großen, hast recht, ich sollte es anders machen. Hey, Jungspund, welchen hättest denn gern? So muss ich machen. Jungspund. Ja, du bist jünger als ich. Ja, Bedeutend jünger. stimmt. Der Herr ist ja erst gerade dreistellig geworden vorne dran. Dreistellig vorne dran, was? Also, Scheiße. Boah, du sollst den Leuten nicht verraten, wie viele Millionen Jahre ich alt bin. du bist gerade erst mal 150 geworden vor kurzem. Also bitte. Dreistellig. Echt. Einfach. Also 30 geworden, so. Genau. Das Spiel kenne ich, Okay. aber nie gespielt. Kenne mich auch nicht außer. Keine Sorge, ich kenne mich auch nicht so um, aber im Prinzip, Also weiß jetzt nicht, sagt ihr, ja, okay, ich kann es was, anders was. machen. Also StarCraft müsstest du kennen, Xneezy ist auch von Blizzard, ist das Spiel, aber prinzipiell ist Star Wars, ist Warhammer 40k ein Universum, in dem sich hochentwickelte Rassen im Weltraum und auf Planeten Schlachten liefern. Das wollen wir noch mal ganz kurz zurückhalten, dieses hochentwickelt. Es gibt nämlich auch die Orks. Ja gut, Sind nicht die Orks sind hochentwickelt. aber auch hochentwickelt, also Na, 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 na. im Vergleich zu den Fantasy Orks. Das sind fast genauso. Nein, die Orks in 40K haben Raumschiffe. Also das kannst du nicht wirklich als Raumschiff bezeichnen, mit dem die da rumfliegen. Das Teil stürzt jeden Augenblick ab. Hey, das ist zusammengetackert. Ja, eben. Und ich muss dir ohne Scheiß sagen. Hab Raumschiffe aus Papercraft gesehen. Die sind stabiler als die Viecher von den Orks. Moment, das war 36, 37, hoffe ich doch. Ja, nee, aber ohne Scheiß, die Raumschiffe, es gibt bei den Orks, bei den Ganz kurz. Trucks. Sneezy wollte keine Diskussion über Orks jetzt auslösen. Dadurch, er seid alles klar. Egal, was du hättest gesagt, es endet immer bei einer Diskussion über Orks. Also, wenn Ja. wir beide über Warhammer 40k sprechen, dann endet es immer bei einer Diskussion über Orks. Ja, also. Bei den Orks eine lustige Sache. Die haben einen Truck, ein Transportfahrzeug, mit dem sie ihre Orks in die Schlacht liefern. Also prinzipiell nichts anderes als so ein Truck bei uns. Entschuldigung, muss es sein. Ja, als so ein Truck wie bei uns zu Zweiten Weltkriegszeiten. Und ja, die Waffen von denen sehen wirklich wie Zweiter Weltkrieg aus. Aber du kannst den aufrüsten mit dem Mod, mit der Fähigkeit getackert. Und ja, das heißt so bei den Orks. Bei den Orks hat es immer sehr viele A's in deren Aussprache. Ah! Wegen dem Warg.
Und getackert macht aus so einem Transportfahrzeug ein geschlossenes Fahrzeug, weil sie halt einfach alle Fenster zutackern. Das ist halt so. Das ist die Logik dahinter. Aber die Orks haben schon sinnvolle Waffen. Zum Beispiel, ein Orkschef hat eine Waffe, da musst du 2W6 würfeln. Und das Ergebnis, was du da hast, ist halt zufällig, was dann passiert. Wenn du zum Beispiel 2 Sechsen würfelst, wird er und die ganze Truppe, wo er mitläuft, auf den Gegner geschleudert. Cool. Miss Strangelove gibt übrigens gerade offiziell zu, dass Orks cleverer sind als sie. Ihre Begründung ist, wenn sie Raumschiffe haben, sind sie schon mal cleverer. Ich habe keins in der Garage gebaut. Das Beste ist, wenn man die Ork-Modelle sieht. Das sind teilweise gerade die Fahrzeuge, sind wirklich so Zweiter Weltkriegsfahrzeuge. Zum Beispiel Doppeldecker haben die, also Doppeldecker-ähnliche Flugzeuge haben die, aber die haben halt einen Fusionsantrieb oder was weiß ich für ein Zeug und schießen mit Waffen ist das, was die Orks super können. Also ihre Waffen sind wirklich Hightech. Die haben Atombomben oder so, die können mit Atombomben rumlaufen. Ich versuche ja schon seit langem einer wieder zuzubringen, dieses komische Tyrannidenvolk links liegen zu lassen und lieber mal eine coole Ork-Armee aufzubauen. Das läuft hier, ja. Tja, theoretisch könntest du das finanzieren, könntest mich dazu anstacheln, kaufst mir nur Orksach und dann bauen wir eine Ork-Armee. Aber das Farbenmuster müssen wir dann, darüber müssen wir dann diskutieren. Oh, das könnte Jahre dauern. Ganz kurze Frage. Hast du eigentlich bei dir Tippy-Stream oder Also das Ding. Streamlabs als Alert? Tippy Stream, wieso? Weil deine Donation-Seite immer noch von Streamlabs ist. Oh ja, das ist natürlich doof. Das solltest du anpassen. Ich wollte nämlich gerade was donaten für deine Ork-Armee, aber So nicht, so so nicht. nicht, so nicht. Tja. Aber das Maul wird was und das geht wesentlich Also, schneller, als ich erwartet es habe. hat Ähnlichkeiten. Also, momentan würde ich zwar noch sagen, es ist ein Xenos aus Aliens, also so, oder ein kleiner Alien. Also, du könntest theoretisch das Maul auch einfach so lassen und als kleines Alien verkaufen. Ja, habe ich mir Genau eigentlich auch ähnlich wie so ein gedacht. Käfer. Es ist auch lustig, Tyranniden haben im Vergleich zu allen anderen Rassen ja keine Fahrzeuge. Also die Menschen haben Panzer, die Orks haben ihre zusammengetackerten Panzer. Die Orks haben echt fahrzeugmäßig ziemlich viel, wenn man so will. Aber ja, aber ganz kurz. Miss Strangelove hat Insiderwissen. Sie sagt nämlich, es erscheint demnächst ein neuer Kodex. Von den Und in dem Orks? Kodex, na, überhaupt ein neuer Kodex eines neuen Volkes. Und diese neue Rasse heißt Schlampeniden. Die sind voll effektiv und benutzen sich selbst als Waffe. Oh, es gibt ein Problem. Also, theoretisch gesehen sind die bestimmt effektiv gegen alle Rassen, außer eine. Gegen die Adeptus Sororitas können sie wahrscheinlich nicht so viel Warum sind das ausrichten. alles Eunuchen oder wie? Nein, das sind alles Frauen. Ey, also freie Entscheidung für jeden, also bitte. Das ist hat nichts zu sagen. Freie Liebe, Mann. Ja gut, ich sag's nur vorher, Hast du vielleicht. hier was? Das. Bist du hier etwa hier einschränkend? Weißt du, es sieht aus wie eine Ehe für Blume. alle, Mann! Ehe für alle! Ehe Es für alle! sieht aus wie eine Blume, Aliens für oder? alle! Aliens für alle! Sieht aus wie eine Blume. Sieht eher aus wie so ein riesiger Hornkäfer. Siehst du, auch in der Mitte sieht da kein Problem. Aber Fanschaft erweitert noch, die haben die Skills, alle Orientierungen umzudrehen, wenn man zwei Fünfer würfelt. Aha. Warum zwei Fünfer, nicht eine 6 und eine 9? Nee, 2 Sechser ist dann eine andere Sache. Mit zwei Sechsern würfelst du eine Orgie, oder? Hätte ich jetzt eigentlich auch gedacht, aber ich wollte es nicht aussprechen. Ja, siehst du, deshalb bin ich hier. Und die Schlampeniden So. vermehren sich auch untereinander und es sind Frauen. Oh, da fehlt noch ein Teil, nehme ich mal an. Weil das kannst du nicht zusammenstecken. Aber
Also wie die Orks, die vermehren. Man möchte bedenken, es gibt keine Frauen bei den Orks. Orks Nein. sind auch Pilze. Orks Ja. sind Pilze. Orks sind Pilze. Und dem ist so, ja. So. Hier holen wir uns nochmal her, was, wo ich gerade bin. Ach so, das da unten fehlt auch noch. Hier diese Sehnen. Teil 39 und 38. Das Teil 38. Ah, ich sehe schon. Strangelove hat die Schlampe Eden irgendwo bei Tolkien geklaut. Denn die ziehen ihren Nachwuchs aus der Grube, genau wie die Uruks. Man spricht von Zucht. Zucht und Ordnung muss hier herrschen. Naja, das machen ja eigentlich auch die Tyranniden. Nee, das stimmt nicht. Bei den Tyranniden, die Baby-Tyranniden kommen vom Storch. Das weiß ich, das habe ich im Kodex gelesen. Nein, die haben einen Brutpool. Ja, und wer glaubst du, bringt da was in den Brutpool rein? Das sind die Störche. So. Das Problem ist nur, bei den Tyranniden werden halt auch die Störche direkt in den Brutpool reingeworfen. Natürlich, aber das sind hauptsächlich die Störche. Ich sehe schon, die Eisenseele weiß mehr über die Tyranniden, als er zugeben will. Der ist so ein richtiger Tyranniden-Fanboy. Die Tyranniden waren mein erstes Volk. Ich habe ja ein bisschen Erfahrung mit Spielen und ich habe ja damals im Prinzip diese Starterbox. Starterbox Schlacht um Magog. Magog oder Magrak. Makrak. Ja. Makrak müsste Und das gewesen war sein. ja die Space Marines, die ich eigentlich immer alle sehr langweilig finde. Also Space Marines, ja, weil das ja einfach so Standardsachen sind, gegen eben die Tyranniden. Und deshalb kenne ich mich halt mit den Tyranniden ein kleines bisschen aus. Ich Space nicht. Marines sind wie Space Marines sind die wahrscheinlich eher die das Volk, was Miss Strangelove nicht haben will. Weil da, oh, ich muss wieder mehr in die Kamera, Entschuldigung. Weil Na komm. die wirken wirklich wie Eunuchen. Also gibt ja keine Frauen bei denen irgendwie und du bist in diesen Panzer gesperrt, ich meine, dann kannst du nichts mehr machen. Tschüss, Nisi. War schön, dass du da bist. Mach's gut. Viel Ciao, Spaß noch. Kneesi. Was machst du denn noch, Kneesi, wenn man fragen darf? Genau. Er versteht kein Wort. Wer? Wir Kneesi. haben ein bisschen. Ja, Nisi versteht kein Wort, hat er gemeint. Achso. Aber dahinter noch ein Kapper. Aber wahrscheinlich sind wir hier zu nerdig gerade. Ja, immer diese Oh, du Nerds. hast ja von Namitsu ein Follow geholt. Oh. Sehe ich gerade in deiner Übersicht, dass du von Namitsu ein Follow bekommen hast. Ja, aber irgendwie ist der Follow nicht angesprungen. Wahrscheinlich hast du die Alerts nicht an. Nee, vorhin war ja der Raid. Ja, oder der. Ja, da hast du die andere Kameraansicht irgendwie angehabt. Erst als du. Da kam gerade noch ein bisschen was von meiner von meinem Ja, Raid. genau, also das Ding ist da, Aber die aber kannst du ja bei Tippispiel nochmal nachträglich anschalten, wenn du willst. deswegen gehe ich gerade auf Genau, Mistresschaft. Deshalb mag ich sie auch nicht so. Space Marines sind halt immer so Standard. Ah, und So. Nisi macht, guckt jetzt Overwatch League. Ah, okay. Das ist auch etwas, was ich absolut nicht verstehe. Aber okay. Ich bin auch nicht so der große Overwatch-Spieler. Deshalb komme ich mit der Overwatch League auch nicht so dran. Ja gut, das ist Aber, halt ja. Profi. Ah, da haben wir ein Follow um 20. Also, ja, in der Stunde. Eisenseele hostet dich. Namizu hat noch vor dem Ah, Raid okay. gefolgt. Ja, dann kannst du ja noch mal dann reinbringen. Einfach für Nami zu. So, let's skip. Relaunch. So, hier Da, haben wir Space. jetzt, da ist er noch gewesen. So. Ah, damit ist no following. Aber wir haben noch So. 9 Leute hier, ich bin begeistert. Ja. Wer. Ihr dürft euch gerne melden. Strangelove Und. meint noch, bei Alien ging das noch mit den Space Marines, aber da waren die Waffen eher interessanter oder das Fahrzeug, aber die selber waren lame. Ja, haben die zwar Space Marines gehießen, aber es waren halt Menschen einfach nur mit Waffen. Man halt, es gibt in, soweit ich weiß, gibt es in Warhammer 40k auch einfach nur Menschen mit coolen Waffen, Ja, das die ist dann keine das Space Marines sind. Imperium. Das ist dann das Imperium. Also das sind dann. Das ist So, die und damit so imperiale lässt ein Armee. Cool da. Für das jetzt auch sein Urlaub gekommen ist. So. Jo, bitte, bitte.
Ja, die Rasse mit den normalen Menschen in Warhammer 40k ist eben das Imperium. Genau, die setzen halt sehr stark auf Masse statt Klasse. Ja, beziehungsweise die Tatsache, dadurch, dass sie nur Menschen sind, haben sie keine Klasse. Du hast ja keine. Ein Ork ist von sich aus stärker, weil er physisch einfach stärker ist. Ja, Ein. aber ich meine, was ich damit meine, ist auch, wenn du die Armee baust, da hast du Ja, halt wenn du die Armee baust. sehr viele kleine Einheiten. Also viel mehr ich glaube, nur noch die Tyranniden können mithalten, oder? Also Nee, allein sollen. Orks ebenfalls. Ah, okay. Also Orks, Tyranniden und Imperium, das sind die Rassen, die. Ich muss gerade gucken, was hier nicht. Fehlt hier was? Strangehaft meint, gewisse Spiele sollten eine Art Steinskorpion auf Tabletop-Basis anbieten. Ich bin gerade nicht sicher, aber ich gucke gerade mal. Ich glaube, von Warhammer, also dem Fantasy Warhammer, gibt es, glaube ich, sogar Skorpione. Ja, ich hab den. Nee, es gab eine. Du musst gucken, das sind die. Nicht die Tau. Wie heißen sie? Die Gruftkönige. Gruftkönige muss gucken. Die Top-Skorpion, haben. ja. Die haben Tom-Skorpione. Kann ich das, doch, ich dürfte als Mod, glaube Als ich, Mod hast du Pinkos, oder? Permissions. Ich habe da nämlich den Wiki-Link zu dem, und da ist ein Bild drin. Das will ich mal ganz kurz Also es gibt Skorpione. Ich habe Bilder. ja auch einen Umbau, der so einiges. Der hat eine Spinne als Hauptkörper genommen, wurde aber zum Tyranniden umgebaut. So, ich kann gleich, wenn dieses Teil eingesetzt ist, mal gucken, ob ich den jetzt vielleicht finde. So, genau, ich habe das. Und das ist So. tatsächlich so ein kleiner. Also, das ist der Tom-Skorpion, den ich da habe. Und das ist tatsächlich so ein kleiner Steinskorpion, könnte man sagen. Wenn man den jetzt noch mit Steinfarben anmalt und nicht so gold, wie jetzt auf dem Bild ist. Ja, der ist halt, also in diesem Ding ist er, oder bei denen ist es immer ein Gruftskorpion. Der ist halt so nach Pharaonen, wenn du so willst. Genau. Aber ich meine, den könntest du ja eigentlich dann einfach auch nach eher steinmäßig anmalen. Ja, ich könnte ihn mit den Farben anmalen, die mein Skorpion hat. Genau. Mich Lila. wundert, ich muss gerade hier. Oh, der Karton ist ja noch voll, wie scheint, und das ist ein Bastelkarton. Was ist da drin? Ach nee, da sind Kabel drin. Oh, ich dachte schon, noch ein Karton mit noch mehr Modellen, das wäre ja. Genau, oder sowas. Also Strangehaft meint gerade, oder man könnte auch Kieselsteine draufkleben oder Ja, genau, du irgendwie. kannst als Base-Grundlage auch so Kieselsteine nehmen. Das gibt's dann auch. So, mein großer Umbau. Das ist eins dieser Modelle, auf die ich stolz bin. Weil es auch der einzige Umbau ist. So, Da sind da. wir gespannt, nicht wahr, lieber Chat? Wer ist auch gespannt drauf? Was jetzt der gute Rainer W. auftischen wird. Ich höre nur ein Klacken im Hintergrund. Ja, Ah. jetzt habe ich es aufgestellt. Tada! Der ist. Ja, okay, aber es ist schon eher eine Spinne. Ja, es ist halt aus diesem Spinnenmodell, was die Orks Ja. im Fantasy haben. Wie man sieht, der Kopf, der besteht aus Tyranniden-Teilen. Das ist ähnlich dem hier, nur etwas länger. Namitsu Und meint, schaut richtig gut aus und Strangehaft sagt nur, klingt fast so, als würde ihr ein Schauer über den Rücken laufen, wenn sie dieses dicke Teil sieht. da sieht man zum Beispiel Ja, einen tatsächlich. Kiesel, Ja. den ich extra so Aber angebracht du habe. hast, genau, nee, aber gerade das Hinterteil, da wo dieser eine Marine oder Gant. dieses Alien-Viech, ja, rausguckt. Das ist übrigens, was ich gerade Strangehaft vorgeschlagen habe. Oder klebt von G.I. Joe Figuren die Waffen auf die Skulptur drauf. Genau so sieht es gerade aus. Also das hier soll eben darstellen, das hier ist ein Gant und das Kannst du es hier. ein klein bisschen nach unten tiefer heben? Einfach weil die Kamera jetzt sehr unscharf ist, weil es so weit oben ist. Ja, also der habe ich gemacht. Der hier Ja. unten ist ein Gant. Das ist sowas wie die Standardeinheit der Tyranniden. Und das hier ist eine Brutmutter.
Die kann Okay. innerhalb einer Schlacht kann die solche produzieren, also auch spieltechnisch. Wie sieht das dann spieltechnisch aus? Tust du dann einfach neue Figuren auf das? Ja, genau, du würfelst mit Okay. 3W6 und wenn du keinen Pasch hast, dann kann die weiter brüten und so viel wie du gewürfelt hast, kommen dann von denen raus Ach, als ist es neue dann so, ist Einheit. im Prinzip bei Warhammer, ich habe, wie gesagt, ich habe schon seit Jahren nicht mehr gespielt. Warhammer sind Pasch böse, oder? Ja, prinzipiell. Also es gibt wenig Dinge, wo du Pesche wirfst, aber im Normalfall nicht alle. Bei Moralwert ist zum Beispiel, selbst wenn du einen Vierer-Pasch hast, das ist egal. Also meistens gelten die Werte. Pesche, es gibt nur selten überhaupt Sachen, wo Pesche böse sind, aber die sind dann böse. Strangely meint gerade, dass es irgendwie eklig und schräg, dass es schon wieder pervers geil ist. So richtig heftiges Zeug halt. Oh, immer dasselbe hier. So, und dann Kampf paar Kinder werfen, die aber gleich kampftauglich sind. Ja. Und wenn die dann noch mit einer Lieblingswaffe gleich bestückt rauskommen, dann überlegt sich gerade wahrscheinlich Welschaff auch, ob sie gleich Muttertier wird. So, jetzt müssen wir die Teile verheiraten. So ungefähr. Wie geht der Trauermarsch? Nicht der Trauermarsch, der Hochzeitsmarsch wollte ich gerade machen, aber mir fällt nur der Trauermarsch De, 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 de. Das ist ein Imperium, das ist der falsche Marsch. De, de, Nee, nichts. de, Das ist schon wieder de, der Trauermarsch. ich komme auch nicht Ich drauf. rede auch das Marsch nicht hin. Wobei Trauermarsch kann bei manchen Hochzeiten auch schlimm. Das ist. Ja, das ist auch Welcher nicht. meint gerade, naja, da wo die rausfallen, wollen andere wiederum rein. Das ist dann, ja. Das. Ja. Allerdings vielleicht nicht während der Schlacht. Ja. Es gibt halt, wenn man gegen Tyranniden kämpft, müsste man so eine sofort ausschalten, weil dann macht man sich vieles leichter. Ich glaube, mittlerweile ist sogar, haben wir ein Level erreicht, wo sich sogar Strangelove ein bisschen beschämt gibt. Denn ihr letzter Ko beiden Kommentare sind nur. Nehmen wir mal, das war schon wieder Imperialmarsch. Nee. Ich Boah, kann. irgendwas stimmt hier Das ist der nicht. Hochzeitsarsch, schreibt sie gerade. Sorry. Ach, vergiss es. Jetzt Ich ist darf die nicht mehr rüber. Frage, was ist hier der Fehler? Also, so. Apropos, überlegst du dir eigentlich auch eventuell das Leaderboard anzeigen zu lassen? Ja, ich habe es nur bisher noch nicht gemacht. Ach, Scheiße, irgendwas stimmt da gerade nicht. Das berührt das nämlich nicht so gut. Hast du irgendeinen Gegenstand vergessen oder was nicht richtig ausgefeilt? Ja, damit so, ich habe zu viel Star Wars gespielt, eindeutig. Vor allem habe ich habe, wie gesagt, gestern habe ich ja bis um etwa 12 gestreamt. Dann habe ich noch etwa bis 1 Jetzt habe ich's. Reha zugeguckt und danach habe ich noch bis um 5 habe ich ein Star Wars Buch gelesen. Jetzt klemmt es hier fest. Oh, was hat denn Stanshaft für ein Video gepostet? Ach, jetzt hier der Hier sind Hochzeitsmarsch. zwei Löcher. Also zwei, nicht zwei Löcher, hier sind zwei solche Einkerbungen und irgendwas scheint zu fehlen, aber ich Es ist habe es klar, auch Strangie, dass du nicht. dich in Star Wars auskennst. Madame kennt sich in allem gut aus. Also, damit so, welches Spiel meinst du? Meinst du jetzt hier Warhammer 40k oder wie? So, ein bisschen mehr Kleber drauf, vielleicht hilft's. Aber normalerweise habe ich hier jetzt nichts ausgefranst. Das Teil hier oben, das wo ich jetzt Kleber drauf habe, das Ja. muss eben hier auf diese da oben rein. Und Ah, okay. das, da ist so ein bisschen das Problem, den reinzukriegen. Ja, aber jetzt hat schon richtig Ähnlichkeit mit dem Hirschkäfer.
Also ein alles vernichteten Supermutanten-Hirschkäfer, aber immer noch ein Hirschkäfer. Es wirkt so locker. Na Witzo, ich habe ja auch das Problem, dass ich keinen habe, der mit mir Warhammer spielen würde. Nee, natürlich hätte ich jemanden. Brauchst dich nicht Aber. beschweren, du hast jemanden. Ja, nee, das Problem, wie gesagt, das Problem, wenn ich eine fertige Armee kaufen könnte, also wenn es die Figuren fertig geben würde, aber ich bin halt echt, was das Basteln angeht, das tönt mich halt ab. Turnt ihn voll ab. Ja, ich bin halt nicht der Bastler. Hä? Deshalb finde ich eigentlich die Warum? Warhammer-Videospiele besser. Was ist das? Ein Flieger? Nein, es ist Super Bitch, die zufällig mit vielem bewandert ist und somit zufällig für jede Person die perfekte Frau ist. Aber weil sie eine von vielen ist, Beschreibung zu lang und wurde vom Hersteller geblockt. Super Deutschland. Auf eBay kannst du, glaube ich, fertige kaufen. Ja, das ist dann halt wieder nur. Das Problem ist halt. Ja, apropos, weißt du, was die teuerste Flüssigkeit der Welt ist? Nee. Rat mal. Bestimmt irgend so ein Gewürz. Nein. HP-Druckerpatronenflüssigkeit. Okay. Ich habe vor kurzem eine Auflistung gesehen, wie viel 100, also wie viel 1 Liter Wasser kostet, wie viel 1 Liter Öl kostet und so weiter. Und dazu halt im Vergleich, wie viel 1 Liter HP-Druckerflüssigkeit kostet. Du bist Okay. halt bei 1 Liter HP-Druckerflüssigkeit gleich bei mehreren 1.000 Euro. Heftig. Ja, natürlich, jetzt überleg mal, also eine Druckerpatrone, weil nur ein paar Milliliter drin sind. Da zahlst du ja schon 30, 40 Euro. Selbst Parfüm kommt halt da nicht hinterher. Ja, also Strangelove, der Anna-V hat mir ja auch schon angeboten, dass er mir Okay. was bastelt. Das Problem ist halt nur, er würde mir halt ein paar Figuren basteln, aber halt so eine ganze Armee, das ist halt immer das Problem. Was ich halt deshalb überlege, ist einfach mal vielleicht, wenn es mal wieder so ein Starter-Set gibt oder sowas. Also wir. Aber nur eben von einem Volk, nicht eben diese Starter-Sets wie das, was ich jetzt hatte, wo Space Marine gegen was anderes war, war halt wirklich nur so ein Starter-Set. Eine kleine Armee zum selber basteln. Für, keine Ahnung, 300, 400 Punkte? Ist das was, kann man sich da. Ich Ja, habe keine das Ahnung, wie viel ist. 300, 400 Punkte wert sind. Also, das ist Es schon gibt eine. jetzt eine andere Auflistung, das ist eben Also, das ja. Problem, aber was mich gerade nervt, ist eher das Ding, es hängt zwar fest, aber es will nicht so kleben. Also die Klebekraft ist nicht da. Es ist da unten zwar schon, na, ich glaube, der Kleber hier ist leicht angetrocknet. Das ist alles, ja, der Kleber hier ist trocken. Das glaubst du vielleicht, Strange. Also, ich meinte mich, die teuerste Flüssigkeit ist das Sekret einer Frau von gewisser Sorte. Das glaubst du, aber wenn ich da vorbeikomme, dann fließt das einfach nur so raus. Okay, wir sollten jetzt echt das. Ich dachte nicht, dass die Doch, Frauentränenflüssigkeit so doch! teuer ist. Nein, eigentlich ist es Spucke, sowas. Bah, geh weg aus meinem Sichtfeld! Bah, 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 bah. So. So, die Eisenseele genug getestet. Machen wir weiter. Ich meinte nur, ihr seid so doof. Ja, das sind wir. Wir treten übrigens auch gemeinsam zusammen in Stuttgart auf dem Marktplatz und nennen uns dann einfach nur die Doofen. Das machen wir ungefähr eine halbe Jetzt Stunde, hat's geklappt. dann kriegen wir immer von Anwälten, dass wir Namensrechte verletzen. Nein, nein, es ist anders. Also der Eisenseele will es halt jetzt nicht offen sagen, aber im Normalfall ist es so, wir treten eigentlich immer nur höchstens eine halbe Stunde auf, weil nach einer halben Stunde zahlen uns die Leute so viel Geld dafür, dass wir aufhören, dass wir einfach aufhören müssen. Aber es liegt auch immer an den Schildern, die wir drauf haben. Ab 1.000 Euro hören wir auf. Nee, im Normalfall ist es so, solange wir bezahlt werden, hören wir auf. Sobald es 5 Minuten nicht bezahlt ist, fangen wir wieder an. Ja, dick und doof remastered. Die Frage ist jetzt, wer ist doof? Das gibt's halt bei uns, ne?
Ne. Genau. Was hat sie geschrieben? Sie gar nichts. Namitsu hat nur, also Spellchef hat gemeint, dick und doof wie Marsort, und Namitsu war dann nur, und wer wäre einer wie? Von dick und doof. Siehst du, mit solchen Leuten muss ich mir bei meinen Streams rumschlagen. Du mit Armer. Namitsu. So, endlich kommen wir zum letzten Punkt. Wir nehmen nämlich seine Klauen, wobei es ist der vorletzte, wenn man seinen Schweif noch betrachtet. Strangelove, wir haben in Engl So. wir haben hier in Esslingen ein Freizeitzentrum, da ist ein riesiger Turm, also nicht Turm, wie heißt es, Schornstein drauf, so richtig phallisch. 4041. 41, ah, okay, da sind wir. Richtig schön phallisch, und da steht ganz groß im Buchstaben dick drauf. So viel zu, wenn ein Engländer vorbeikommt. Eisenseele ist dick und doof in einer Person. Ein Schizo-Künstler. Genau. Und was mache ich dann in dieser Show? Ich bin dann nur so der Produzent, der das ganze Geld kassiert. Ja, genau. Im Prinzip genauso wie hier. Ja, genau. Ich krieg Ich die. mach hier die ganze Arbeit und unterhalte die Meute, und was machst du? Du brauchst ja dann neue Figuren. Ja, ich fröne einem Hobby, während du, ja. Oh ja, da hast du recht. Strangelove meint gerade, es gibt eine Bremsscheibe von einer chinesischen Firma, die dick ist. Das heißt, das habe ich jetzt auch gerade letzte Woche, war das Galileo? nee, nicht Galileo, diese An der Wand in Autoschau. Stuttgart? Nein, diese Autoschau, Grand Tour. Und da haben sie gesagt, man sollte aufpassen, wenn man das googelt. Ich habe es gegoogelt. Glaubst du, ich sehe irgendwelche schönen Dick-Ass? Nein. Alles, was ich gesehen habe, sind diese blöden Bremsscheiben. Ja, aufpassen, was du googelst. Die Ja. Bremsscheiben sind halt so erotisch, das ist. Du, ich hab meinen gesamten Browserverlauf jetzt mit Bremsscheiben voll. Mann, ich muss mir das echt für meinen. Und ich hasse Auto. Also kann mit Autos nichts anfangen, außer mit Grand Tour. Das ist eine coole Sendung. Aber toll, wenn jetzt irgendwann mal wieder bei mir irgendjemand in der Arbeit bei mir auf den Rechner kommt und sieht, dass ich mir Bremsscheiben angeguckt habe, Mann, dafür muss ich mir echt Boah, schämen. denk doch, hey, du bist voll der Autoprofi. Kannst du mal bei meinem Auto die Bremsscheiben wechseln? Ich glaube, ich muss mal wieder ein bisschen mehr bei Strangelove dann auf ihrem Twitter-Profil rumsurfen, damit ich wieder einigermaßen guten also Browserverlauf habe. Ja gut, das ist dann aber so nach dem Motto, nö. Sind Sie sich sicher, dass Sie diesen Browserverlauf nicht gelöscht haben? Du, ich bin im öffentlichen Dienst, also bitte. Ja gut, sorry. Aber dann muss ich dir eins sagen. Wieso hast du überhaupt einen Browserverlauf im öffentlichen Dienst? Das ist doch im Was soll ich sonst? Normalfall. Was soll ich sonst den ganzen Tag machen, Beim außer Mikado? ja, das ist ja heutzutage. Ich meine, ich bin ja, also, ja. Oder sie denkt sich, er ist der schlechteste Homosexuelle, den ich je gesehen habe. Was? Ich bin jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, Stranger versucht mich immer noch zu dissen. Achso, jetzt verstehe ich. Stranger. Ah, oder sie denken sich, er ist der schlechteste Homosexuelle, den wir je gesehen haben. Sucht nach Dick S und findet nur Bremsscheiben. Lol. Jetzt mit dem zweiten Satz habe ich es kapiert, um was es ging. Lol, Beamten Mikado. Ey, ich bin nur Angestellter, also ich bin kein Beamter. Noch nicht. Vielleicht irgendwann. Aber Tja, jetzt aber muss ich das. erstmal, jetzt arbeite ich erstmal daran, meine unbefristete Stelle zu bekriegen. Es regt mich auf, jedes Jahr aufs Neue erstmal wieder zu warten, bis der Vertrag verlängert wird. Musst du dann nicht sogar verhandeln, dass du dann sagst: So, aber heute möchte ich ein Kaffeepad mehr haben. Oh, das wäre schlecht gewesen, wenn ich jetzt hier voll draufgehalten habe, weil hier das Messer ist. Wir haben, bei uns gibt es keine Kaffeepads. Wir haben einen Vollautomaten. Ich hätte gerne einen Vollautomaten für zu Hause. Namitsu, schon wieder. Ja, ich liebe Namitsu. Warum? Und Was macht sie? wie war das wieder mit dick und doof? Ha, 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 ha. So. Ah, scheiße, der Kopf ist immer noch wackelig. So hält er. Jetzt muss er aber so ein bisschen.
Die Vertragsverlängerung hält wohl von deinem Pauseverlauf ab. Wahrscheinlich. Wird wahrscheinlich daran liegen. Ich sollte vielleicht Okay. meine Pause. Ich sollte wirklich weniger Bremsscheiben So. angucken. Also Das das macht Ding Sinn. kommt dann hier ran. Irgendwann. Gut, aber das ist noch nicht ganz fertig. Wir müssen noch Teile Das 43, liegt 42. nur daran, dass ich gut in meinem Job bin. Das haben sie damals auch gesagt. Frag mich nicht, was mein Job ist, aber ich bin gut da drin. Soll ich den übernehmen? Haben wir das nicht mal geplant? So, du machst irgendwas anderes, hast dann kündigst aber nicht und ich erledige deine Arbeit, weil die sowieso nicht merken, dass du arbeitest. Und Hey, ich mache unter anderem professionelle YouTube-Tutorials, die nicht auf YouTube wandern. Also krass. bitte. Ich habe es nämlich echt geschafft. Ich habe meinen Traum, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Ich mache Videos und kriege dafür Geld bezahlt. Die Videos sieht zwar keine Sau, außerhalb Landesangestellte, aber ich mache Videos und werde dafür bezahlt. Heißt es, es gibt Leute, die im Büro sitzen, die sich so sagen, oh nee, nicht schon wieder so ein Eisenseele-Video. Ja, ungefähr so. Also mein Klassiker ist zum Beispiel aktuelle Erneuerungen in der Fachanwendung Gewerbeaufsicht in der Version 8.3.4. Das ist ein absoluter Renner. Das geht runter wie Öl. Es hat schon allein 4000 Aufrufe. Wirklich? Und dabei haben wir nur 1000 eigentlich nur für 1000 Leute überhaupt zugänglich. Boah, krass. Das selbst die es nicht haben sollten, ihr Interesse geweckt. Voll krass. Fleischhoff meint auch, Pornodarsteller machen Videos und werden dafür bezahlt. Ja, aber Pornodarsteller haben bei der Videoproduktion viel mehr Spaß. Ja, im Normalfall ist es so. Chef, er ist der beste Beamte Mikado-Spieler, der nicht mal Beamter ist. Eisenseele ist der Auserwählte. Lol, bloß du entschlafen. Dann habe ich zum nur zu dem Kommentar mit dem Pornodarsteller. Ja, das stimmt. Spricht die aus Erfahrung? Ich glaube, Strange Off meint, stimmt dem auch zu. Sie machte mich ein. Ja. Ja, gut. Also ein sehr langes Ja. Sie ist wahrscheinlich in Überlegung zu Szenen. Na, das sieht auch gut aus. Kannst du das nochmal in die Kamera halten? Diese Klaue? Ah, da kriege ich Hunger. Das sieht echt so aus wie beim Hummer da, so die Schere. Da ist leckeres Hummerfleisch drin. Ein bisschen Buttersoße. Ich habe noch nie Hummer gegessen. Ich hatte noch nicht wirklich. Es gibt ja auch Das in der ist. Nähe kein Hummer-Restaurant, muss man offen sagen. Und man Ja, fährt doch, es gibt. halt. Am Bahnhof gibt es zum Beispiel ein Hummerrestaurant. Ja, ist es dann wirklich ein Restaurant oder ist es nur so ein Solala-Laden? Nee, also es ist schon, ja, also es ist nicht, du kannst halt Hummer da essen. Aber also in Stuttgart kriegen wir garantiert irgendwann mal Hummer. Wir sollten beide zusammen Hummer essen. Irgendwann gehen wir beide zusammen Weil Hummer ich essen. glaube, also ich glaube hier in meiner Du lädst Region. ein. Junge, so reich bin ich nicht. Du bist hier der 24-Euro-Subber. Und, ach ja, um auf dieses Thema nochmal Deshalb kann ich es mir zurückzukommen. jetzt nicht mehr leisten. Nee, aber wir könnten auch mal machen, dass wenn du kommst mal zu mir vorbei und man kann zum Beispiel auch Hummer aus Tiefkühltruhe holen. Die sind auch sehr gut und sind auch frisch dann. Und dann machen wir einfach mal einen Hummer bei mir. Oder zwei. Und dann nehmen wir es als Video auf, Tutorial, hier nochmal unsere letzten Worte, falls wir irgendwas falsch gemacht haben beim Kochen. Aber wäre eine Idee, okay. Eise interpretiert zu viel, meint sie? Klar, großer Eisbär-Porno-Produzent. Aber ich war halt zu ausgelastet, um das noch zu machen. Also, vielleicht auch mal zu der Videoproduktion.
Ja. Aber er hätte schon was gehabt. Aber Eisenseele in der Pornobranche ist wieder wie wenn er in der Öffentlichkeit auftritt. Man bezahlt, dass er aufhört. Oh. Verschreck mir nicht meinen Co-Moderator. Ich bezahle ihm schon so viel. Ich krieg ja nicht mal ein Essen voll gespendiert. Ich hab doch Apropos, wie war keinen. das? Wie war das vorher, wenn du mir mal ein Essen ausgibst? Was? Vergiss es. Ach Also was, so. also das Beispiel mit den Subs gemacht hast. Wenn ich dir mal ein Essen ausgebe und so weiter. Nein, ich habe dann eher gesagt, wenn ich jetzt, wenn wir irgendwo essen waren und ich konnte es nicht bezahlen, dass ich das dann in Form von Subs dir zurückgebe, weil das für dich einen Mehrwert hat. Eisenseele kriegt Freundschaft spendiert von einer wie mir. Und die ist mir viel wert. Ja. 24,99. Aber nur diesen Monat. Du meinst du, Moment, meinst du nicht, wie war es, 29,98? Wenn du das Abo Was? doppelt hast? Oh, fuck. Ja, genau. Ich hab tatsächlich 30 Euro diesen Monat. Ich abge. Weil ich habe mich schon gewundert, ich habe 8 Punkte, also man kriegt ja diese Punkte irgendwie. Ja. Und ich habe mir schon gedacht, da muss doch ein Einzelsub im Ja. Prinzip nochmal sein, weil ich habe ja nur eigentlich zwei Subs. Ja. Ja, jetzt hast du drei. Ja, also ich habe, das Problem ist halt, du bist zwei weiter. Aber Ja. um nochmal auf dieses Thema zurückzukommen, weil wir das vorhin mal hatten, ja, wir springen in Themen ziemlich gut rum. Aus diesem Grund habe ich jetzt zum Beispiel bei dem 25-Euro-Ding das nicht reingemacht, weil ich finde halt 25 Dollar, das finde ich, solange man nicht auch noch ein bisschen was Gut. außerhalb bieten kann, da muss man aber dann wirklich. Also ich bin ja auch am Überlegen, ob ich zum Beispiel mir noch einen weiteren, ob ich dem einen anderen Satz auch noch voll mache. Allerdings wären das halt wirklich dann nur für mich eher. Ja, Also, dass ich genau, dann das irgendwas habe. ist 22 habe ich Aber nicht. ja. 46, 47 fehlen. Mir würde jetzt auch nichts einfallen, was ich da wirklich machen will. Also ich hätte zwar noch, vielleicht nächstes Jahr zur Weihnachtszeit. Überlege ich mir halt zum Beispiel, ich habe ja noch meinen Weihnachtsavatar, das heißt, das fällt mir ein, auf Twitter habe ich den, glaube ich, immer noch, dass ich den Ja. dann vielleicht zur Weihnachtszeit dann auf einen der Slots reinmache und zwar auf den 24 oder so, dass da halt einfach gar keiner in das Bedürfnis kommt, den zu holen und ich den halt wirklich nur zu Weihnachten habe, einfach das, den. Ja, oder du ersetzt den Standard durch den Weihnachtsdinger und der Standard ist dann beim 24, dass du den Standard noch hast, aber die Leute Oder halt so, den genau, also Weihnachtsdinger ja, nutzen. Wobei, genau. würde ich nicht machen. Jetzt so, wo ich nochmal drüber Das nachdenke. Problem ist natürlich auch, kriege ich dann wieder meinen Standard wieder zurück rechtzeitig. Ja, das ist der Punkt. Die Dauer, das dauert nämlich ein bisschen. Das habe ich auch schon bemerkt, als ich den einen freischalten wollte. Das waren auch wieder fast 2 Wochen. Eben. Und da würde ich halt sagen, dann tue ich mir lieber für die Weihnachtszeit dann den freischalten und habe ich dann, dann bleibt er halt da bis zum nächsten Jahr oder so. Aber. Ja gut, das Problem ist, bei mir kann man das jetzt machen, weil ich einen Avatar habe als Avatar. Ja. Aber wie würdest du ein Hi-Symbol machen? Also ein Hallo, sage ich mal. Wie meinst du, hi? Also, wie würde ein Emote bei dir aussehen, das Hallo ausdrücken soll? Es gibt ja Also viele Streamer, die so ein Hi haben, wo dann halt die Figur winkt oder eben dann die Also Worte wie Hi noch gesagt, sind. Ich meine, du wie hast ja gesagt. Sascha, hast du ja. Ja, bei mir wäre es halt wahrscheinlich irgend, also wenn ich mal irgendwie eine große Community habe oder auch irgendwie anfangen nachher Screenshots oder sowas zu machen von witzigen Situationen, wo dann halt, das wäre vielleicht was, wo ich mir vorstellen könnte. Also, wo dann irgendwie, ich habe ja immer Webcam an, und dass da halt irgendwie mal eine komische Fresse von mir ist, die ich dann, So, welche Seite muss nach oben? ja, Strangeoff zeigt da gerade was. Oder zum Beispiel, was ich ja zum Beispiel richtig cool finde, ist ja das von Tiene zum Beispiel. Also mit ihrer Kaffeetasse. Tinoi. Das finde ich, Tinue, Entschuldigung, ich sage immer Tiene. Das finde ich zum Beispiel richtig cool. Genau. Moment. Das finde ich zum Beispiel richtig cool. Und sowas könnte ich mir zum Beispiel, wenn da irgendwann mal sowas zustande käme.
Auf der anderen Seite fand ich auch zum Beispiel auch die Idee, die Carla hatte, gar nicht schlecht. Carla, also Coffee Carla, hat ja im Prinzip seinen Kaffeebecher und der hat einfach den Becher dreimal, nur halt mit unterschiedlichen, die Sterne, die oben drüber sind, in unterschiedlichen Farben. Ach so, für die verschiedenen Subs dann, also für Genau. das. Und das hat er sich halt für sich auch gemacht, weil er spielt dann halt zum Beispiel, hat dann bei den einzelnen verschiedenen Chatbefehlen, die er dann eingibt, benutzt er dann die unterschiedlichen Kaffee-Animationen, also Kaffeeteile. Okay. Aber eben Ach, gerade das verdammt. von Tinue Der finde ich muss. halt, sowas könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass es einfach ein Bild ist von irgendwas. Ja, ich habe auch einen Streamer, die Basteltante heißt der. Der hat das auch so gemacht, der hat aber dann sein Face im Prinzip extra abfotografieren lassen. Ja, genau, aber halt in einer irgendwie einer Haltung, die halt irgendwie Ja, genau, die das kunstvoll Hallo ist. und so ausdrückt. Ja. Und da habe ich halt nicht wirklich was. Also zumindest nicht, dass ich mir das bewusst Bis bin. jetzt nicht wahrscheinlich. Ja, also das müsste halt irgendein Merkmal sein, was man. Das ist jetzt eben eins dieser blödsten Teile jetzt aktuell, wo ich hier zusammenbaue, weil das ist rund. Also ist ein rundes, ist halt so ein Drehleck, Gelenk. oder? Genau, ein Gelenk. Und das Problem ist, das liegt eben einfach nur auf. Das bedeutet, oder? Ah, nee, das liegt ja wirklich hier auf. Die festzuhalten ist halt jetzt ein Problem. Weil man kann sie nicht gleichzeitig festhalten und das Kleben ist halt so ein Gut, Problem. Ich was natürlich muss auch. Ja. festhalten, damit es klebt. Beziehungsweise für ein paar Sekunden normalerweise. Ja, Wie beim was natürlich auch Kopf. zum. Was ich mir natürlich auch vorstellen könnte, als so ein Emoji, wäre irgendwas, wenn du so einen Running Gag hast, den zu visualisieren. Ja, Also zum genau. Beispiel bei Xane wäre es zum Beispiel sowas wie das Xane-Bräu oder so. Nur echt aus 100% Koala. Ja, bei uns haben wir. Ich habe jetzt noch nicht. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ein Running Gag ist halt. Ich meine, es entwickelt sich auch nicht so einfach ein Running Gag aus dem Nichts. Ja. Ja, vor allem muss es halt nicht nur ein Running Gag sein, der den du gewollt hast, sondern meistens ist ja irgendwie ein Running Gag, der halt Spontan ist. aus der Community entsteht. Die sind ja die Guten. Ja. Also, was ich halt einfach nur habe, ist bei mir die Floske. Also, das ist halt das, was ich halt, das hat sich irgendwann bei mir halt etabliert, über die Let's Plays. Boah, der ist jetzt schon ziemlich kopflastig. Sag mal. Aber er kippt noch nicht nach vorne, Er oder? kippt noch nicht nach vorne, aber man merkt schon, wenn man hier hinten leicht Aber anhebt, ja, dass okay. da schon. Aber hast du tust ja, das tust du ja nachher auf die Platte befestigen, Ja, oder? das wird dann hier noch drauf befestigt. Aber das mache ich erst, nachdem ich ihn grundiert und bemalt habe, weil Ja, sonst genau. komme Aber ich dann ist ja. an Nee, das hier gar nicht mehr nee, das ist klar. Aber ich meine, dann ist ja das Problem mit der ran. Kopflastigkeit nicht mehr so, oder? Wenn du es da drauf. Ja, dann ist er ja fest. Ja. Beziehungsweise, Jetzt hebt er, jetzt will er sich schon an mir festkleben. Aber ja, ich muss den nochmal kleben, weil ich hier Kleber vergessen habe. So. Strangelove meint, da wäre Loctite genau richtig. Aber da müsste es auf Anhieb sitzen, weil der Kleber sofort und dann geht nichts mehr. Ja. So. Ah, Ah, Strangelove verdammt. meint, Icy brauchte eher akustische Emoji. So, machen wir das mal weg. damit zu sagen, ja, aber nur weil du deine 10 Meter heute mal etabliert hast, ist kein Running Gag damit zu. Das So. musst du jetzt noch in den nächsten 4000 Streams etablieren, deine 10 Meter, dann können wir vielleicht darüber reden, dass es ein Running Gag wird. 10 Meter.
Ja, also wir hatten heute zweimal irgendwelche Sachen. Wie lang ist denn der Zug noch? 10 Meter. Wie tief geht denn der Wasserfall? Weil wir sind stundenlang gefallen. 10 Meter. Aber der Witzel droht mir schon an. Kommt noch. Ja, wir werden einfach öfters Fragen Ach, stellen. okay. Strangelove meint, dieser Klebstoff wird ausgesprochen locktief. Tief. Octave. Okay, und jetzt haben wir hier noch, Moment, das letzte Teil. Also das andere muss jetzt etwas trocken, aber solange können wir uns Octave. um Octave. diesen Schweif kümmern, den man hier hinten noch anbringen kann. Teil 22, 23, und da sind wir eigentlich sogar schon wirklich fertig. Weil Kannst du noch den. erzählen, was du dann bei der Grundierung beachten musst? Und dann das nächste Mal, du wirst es ja auch bemalen für uns, oder? Ja, wobei das da vielleicht dauern könnte, etwas mit dem Bemalen, weil ich da erst auch gucken musste, ob die Farben vielleicht eingetrocknet sind bei mir. Ja, und da ist natürlich die Frage, kannst du gut malen vor der Kamera? Ja, genau, Also das aus dem müssen wir Winkel. üben. Also ich würde das grundieren, muss ich sowieso. Das ist eh das Problem. Bei dem Wetter aktuell geht es nicht. Also wenn es regnet, kannst du nicht grundieren, weil ich auch keine über ich habe keinen richtig überdachten Platz, wo ich das machen kann. Strangelove meint, ja, ich investiere 50 Kekse und frage dann, wie lange ist und Eisenseele 10 Meter. Oder? Nee, würde ich nie sagen. Das ist 10 Meter ist nämlich eigentlich nur der Umfang. Du weißt, dass es, wenn 10 Meter der Umfang ist, also die armen Frauen, also. Ja, sie hat ja nicht gesagt, um was es geht. Ja, aber egal was, also wenn's. Egal, du hast einen 10 Meter. Was hast du dann in 10 Metern? Was hast du dann, was einen 10 Meter Umfang hat? Ein Swimmingpool bei meinen Eltern. Du hast Ein ganz wirklich einen kleiner. Swimmingpool? Nein, wir haben einen Teich, also einen Schwimmteich halt. Aber ja, das kannst du halt wie ein Swimmingpool sehen. Schwimmteich. Ach so, und die Blubberblasen kommen von den Fischen, die da drinnen Nein. rumschwimmen. Okay, dieses Nein kam mir verdächtig seltsam. Was lässt du da sonst drin rumschwimmen? Der Deich ist 10 Meter lang, damit so. Tief ist er nur 1,50. Ja, super, da kannst du ja nicht drin schwimmen. Doch, 1,50 kannst du drin schwimmen. Na, du vielleicht. Du auch. So fett ist dein Bauch nun auch wieder nicht, dass du dann, wenn du dass du dann aufstopfst. Naja, es geht mir eigentlich eher um die Tatsache, dass meine Füße zu lang sind, Junge. Doch, 1,50 ist die perfekte Schwimm. Tiefe. Wirklich? Ja. Und mit welcher Weil das. Begründung? Nee, weil du kannst gut ins Wasser laufen und dich dann einfach nur vorbeugen. Und abstoßen noch. Okay. Weil das Problem ist einfach, wenn wir es zu tief gemacht hätten, dann müsste man halt hätte man eventuell Probleme mit Kindern und so weiter. Ja, logisch. Ist wie. Und wenn es tiefer ist als 1,50, kannst du halt auch keinen gut gescheiten Schwimmteich machen, weil dann zu viel Schmodder und so weiter drin ist, den du dann nicht richtig ausfiltern kannst. Ein Swimmingpool ist auch nicht viel tiefer. Also, wenn du jetzt so einen Aufstell-Swimmingpool machst oder sowas, da hast du meistens nur einen Meter Wasser. Es sind nicht 20 Zentimeter. Wenn man den mal kann, steht man auf und geht. Genau, Swimschlaf. Ja, okay. Das klingt an sich logisch. Das ist halt jetzt nicht wie im Schwimmbad, wo du halt dann, wo du dann halt vom Köpfer runter machst oder so. Ja, klar, Aber du solltest für den Körper. wenn du halt überlegst, du bist im Freibad oder so weiter, da hast du auch nur vielleicht 1,50 Meter oder so Wassertiefe. Oh, nee, nee, wir haben eine Stelle, die ist tiefer, aber da gibt es Ja, halt auch solche Sprungtürme. ich meine, es gibt die Stellen, wo du Sprungtürme, aber da, wo das Vergnügungsbad ist meistens, wo die Leute einfach drinstehen und sich zu. Planschen und so weiter. Also nicht die Kinderplanschbecken, sondern wo Ja, die ich halt. weiß, es gibt immer so einen Bereich, der ist auf 1,50 Meter und wird Genau. niedriger, oder es gibt bei uns, gibt's halt so einen Bereich, der wird halt immer, also es wird halt in die eine Richtung immer tiefer, in die andere Richtung immer höher. Wie lange pinkelst du schon in dem Pool? 10 Meter.
Wie lange schwimmst du schon? 10 Meter. Genau, damit so. Da, wo die Startblöcke sind, ist bei denen 3 Meter, aber eben da, wo du zum Beispiel dann, wo die Wasserrutschen sind oder so, also da, wo eben die Leute auch stehen, tada! Da ist es auf keinen Fall 2 Meter. Weil dann würde keine, könnte ja keiner da stehen. Ich stelle mir gerade vor, wie so einer ist gerade so, keine Ahnung, 2 Meter groß, der ist mit seinem Kopf gerade so drüber. Hey, Bernd, was machst du so? Blub, 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 blub. Weil er unter Wasser ist und dann so, hey, wo ist der eigentlich Jimmy? Ach, der treibt da drüben weg mit dem Gesicht nach unten. Er hätte nicht die ganze Zeit stehen müssen. Genau. Stranger meint übrigens, der sieht in Dunkelgrau schon richtig cool aus. Also, auch cool aus. So, hier heben wir ihn mal an. Das ist die Seitenansicht. Die andere Seitenansicht. So, drehen wir ihn nochmal so um. Dann sieht man auch den Rücken. Ein guter Rücken kann entzücken. Hier mit dem Schwanz. Mhm. Und noch einmal der Unterleib. Das hat jetzt eine Eisenseele weggehauen. Ja, das hat mich jetzt weggehauen. Dieser Unterleib einfach. Oh ja, Gott. Zu erotisch. Habe ich jemals so einen tollen Unterleib gesehen? So, und damit wären wir eigentlich sogar insgesamt fertig. Jetzt kannst du ja noch verraten, was du machen musst, wenn du dir jetzt grundierst. Also, ja, genau. Das, ich werde es vielleicht auch als kleines Video aufnehmen, dass ich mit meiner Handykamera das aufnehme. Mhm. Wichtig ist, ich hole gerade mal das notwendige Werkzeug, damit ihr seht, wie das aussieht. Es gibt natürlich wieder mal hier... Strangelove meint gerade, das ist das richtige Sklavenvieh für die Schlampe. Und Namitsu meint, die Kamera macht das Vieh recht klein, dafür, dass es 10 Meter lang sein soll. Ja. Du tust es jetzt weiß grundieren, oder wie? Ja, genau. Also es gibt ja auch eine schöne Anleitung, wie man das machen soll. Aber also ja, grundsätzlich ist natürlich der Punkt, es sollte nicht zu heiß sein. Es sollte aber auch nicht zu kalt sein. Hier steht zum Beispiel zwischen 15 und 25 Grad. Also im Normalfall... Also nicht im Backofen grundieren, nein. Aber auch jetzt nicht bei der Kälte draußen grundieren. Aber in offenen Räumen. Also ja, genau. Das Wichtige ist, es muss in einem offenen Raum sein. Also im Normalfall mache ich so, ich werde diese Figur nehmen, sie auf einen Karton stellen, wo es egal ist, ob der weiß grundiert wird oder nicht. Und dann von der Seite jeweils mit kurzen Sprühern, also Sprüher und dann zur Seite fahren, nicht direkt draufhalten, sondern immer nur so indirekt. Also so, dass ich mehr oder weniger eine Wolke auf das schicke, die das dann grundiert. Mhm. Weil wenn man das direkt macht, dann kriegt man solche Wellen. Ich meine... Ich weiß nicht, ob man es schon mal gesehen hat, ob wenn man selber... es ist wie wenn man Wasser in einen Topf gibt, also so ein trockener Topf, und du gibst Wasser rein, dann ist der ja auch rund und dann sieht es eigentlich eher so aus, als würde er so Wellen schlagen und dann ist es ungleichmäßig. Deswegen immer nur so passiv drüber spritzen. Einen gewissen Abstand sollte man haben. Hier wird einer von 20 bis 40 Zentimetern empfohlen. Wenn man es draußen macht, muss man natürlich auch die Windrichtung beachten. Ich kann nämlich nicht von hier auf den Sprühen, wenn der Wind mir entgegenkommt und mir eigentlich das ganze Zeug in die Hand bläst. Ich habe das auch bei einem gemacht, habe ich von der Seite gesprüht einmal und habe mich gewundert, warum kommt da nichts an, habe es nochmal gemacht und dann hat man gesehen, wie das ganze Sprühzeug eigentlich hier hinten im Prinzip an ihm vorbei ist. Trenchef hat auch nochmal geschrieben, lackieren ist unser Ding, fein einnebeln und Farbe Renner. Was auch immer Farbe Renner gemeint ist. Farbe Renner? Farbe Renner. Moment. Ist wahrscheinlich irgendein Fachausdruck.
Ich habe keine Ahnung von sowas. Also. Farbrenner, das ist, ja, das ist, ich glaube, das hängt mit der Flüssigkeit zusammen, dass es halt zum Beispiel in die Rinnen geht oder Ritzen oder wie man, Ah, okay. denke ich, oder? Dann, Das. ja genau, dann rinnt es zusammen, meint sie. Der Ja, genau. Farbüberschuss, dann rinnt es zusammen und macht dann so Wellen. Ja, genau, das ist ja im Prinzip das, was man nicht haben will. Dann hätte man statt dieser glatten Fläche, die du hier hast, so eine Wellenfläche, weil eben die Farbe sich ansammelt. Und warum ich weiß nutze, schwarz ist normal die Standardfarbe, aber ich habe ja schon mal erwähnt, dass je nach Grundierung kommen Sachen heller oder dunkler heraus. Wenn du sie natürlich weiß grundierst, kommen Sachen heller heraus, als wenn du sie schwarz lackierst. Ja. Und es gibt natürlich auch noch den Unterschied, dass. Habe ich da jetzt irgendwas abgekratzt? Ja, aber ist es dann eigentlich, also die Frage der Grundierung eher eine des Modells oder eher eine was du nachher machen willst? Es ist eher eine Frage des Farbschemas. Wenn du Okay. ein helleres Farbschema haben willst, nimmst du natürlich weiß. Ich würde natürlich auch sagen, es hängt auch davon ab, was du für ein Farbschema hast. Wenn du Also sagst. nehmen wir mal ganz kurz das Beispiel. Es gibt also eines der typischsten ist ja der Ultramarine. Ja, genau, der ist Würdest du blau. den eher, würde, ja genau, der ist in Blau. Da gibt es sogar die eigene Farbe, die heißt Ultramarine. Würdest du den jetzt hell oder würdest du den jetzt dunkel grundieren? Ich Den würde ihn Ultramarine. dunkel grundieren, weil man bei denen eigentlich eher ja so ein dunkleres, ja, so ein matteres, dunkles Blau haben will, als so ein kräftiges, leuchtendes. Wenn du es weiß machen würdest, dann würde es wahrscheinlich eher noch in Richtung Neonblau gehen. Warte, ich suche mal ganz kurz für den Chat, suche ich mal ein Ultramarine, wissen, was damit gemeint ist. Weil es geht mir eben gerade, deshalb, Fanschaft meinte mich gerade auch, hängt davon ab, was für einen Blauton ich haben will. Aber deshalb meinte ich eben, diese Ultramarines haben halt einen bestimmten Blauton. Also soweit ich weiß, sind die Farben, wie sie da sind, alle so hingeschrieben für eine schwarze Grundierung, weil früher gab es noch nicht mal die weiße Grundierung. Also die Farben sollen dann so, wie sie da auf dem Mal sind, sollen die eben, ja, ich mache hier komisches Zeug mit der Zange, sollen die dann rauskommen. Und da ich meine etwas heller wollte, habe ich aus Weiß gemacht, besonders. Meine Modelle haben sehr viel Weiß, wie man sieht. Die sind sehr hell. Da ist es natürlich noch ein Punkt, warum nehme ich die weiße Farbe? Weil, warum zum Geier soll ich sie schwarz machen, wenn ich dann im Prinzip nochmal mit Weiß drüber kleistern muss? Ja, klar. So. Das ist der Link zu dem Marine. Für Eisiges braucht man auch weiß. Ja, okay. So. Nee, aber deshalb war für mich einfach nur die Frage, bis zu welchem Ton was wird dann eher dunkel. Also, dass man für helle Sachen eher blau braucht, ist klar, aber die Frage ist immer, was ist hell? Ja, also wie gesagt, das, was ich jetzt bei meinen habe, dieses Türkis ist, nee, das ist eine andere Farbe. Also das, was ich hier habe, ist alles auf blauer Basis, wobei das hier unten ist sogar schon direkt auf die Base, also da ist keine Grundierung drüber. Hier unten. Aber alles auf der Figur hat eine weiße Grundierung, da kommt halt das Schwarz, ist halt auch ein bisschen dunkler, als wenn du das Schwarz direkt grundierst. Heller meine ich, heller natürlich. Es wirkt heller. Man sieht halt auch, dass gerade hier diese Kanten, die eckigen Kanten hier. Moment, jetzt habe ich es nicht richtig gezeigt. So, jetzt. Ich muss mal das Bild zeigen, aber ja, jetzt habe ich es noch gezeigt. So. Dass die Kanten hier oben, also gerade hier, da sieht man vielleicht diesen weißen Strich. Da oben. Da oben drauf, so einen weißen Strich, der kommt Ja. halt raus, wenn man gerade wenn man solche Sachen macht. Beziehungsweise den habe ich extra da, glaube ich, sogar reingemacht. Aber die kommen halt dann auch raus und man merkt auch, es wirkt halt heller. Es ist wie wenn du malen würdest. Wenn du weißen Karton benutzt oder weißes Papier, dann kommt es anders raus, als wenn du jetzt auf einem schwarzen Karton das malen würdest. Wenn ihr versteht. Ja. So. Also ich verstehe es. Freundschaft meint noch, bei dem Blau von dem Marine würde ich mal RAL 903 nehmen, dann RAL 510 oder so.
Ja, sie hat spezielle Waffenlacke, denke ich mal, was sie meint. Guck, ich würde einfach in den nächsten Games Und Workshop gehen und sagen, ich nehme einmal Ultramarine Blue für mein Ultramarine. also, ich klicke den mal hier zur Seite, damit er da oben zwar noch ist. Aber ich möchte euch hier noch zeigen, was jetzt hier übrig geblieben ist, damit man das vergleichen kann. Also prinzipiell sind hier unten ist was übrig geblieben. Eine so eine kleine Klaue. Hier ist ein Teil dieser Kanone. Also wenn man es sieht, das ist die Kanone, der eine Teil. Hier oben sind dann noch der andere Teil, also ein anderer kleiner Haken. Und der andere Teil der Kanone. Müsste man sogar auf der Kanone vielleicht sehen? Nee. Und was noch übrig geblieben ist, ist der Kopf. Also ein Teil Also hier. der andere Kopf dann, Ja, der genau, andere der Kopf. andere Kopf, der dann zu der Kanone passt. Und einer hier. Weil du musst bedenken, dieser Kopf, der wird dann mit der Kanone verbunden. Also die Kanone wird ja dann. Da hole ich mal kurz die Bauanleitung. So. Also hier sieht man, der kriegt halt statt diesen großen Scherenklauen, die den Eisenseeler an den Hummer erinnern, kriegt er eben diese kleinen Ärmchen. Und die Kanone ist direkt auf dem Kopf drauf. Wie man hier Ernsthaft meint, sieht. das heißt, wir könnten noch eine Kanone draufbauen und modellieren ein bisschen herum. Ja, theoretisch könnte man das so machen. Dann wird das eine Imba-Einheit. Ja, aber die wird niemand erlauben, weil die in keinem Regelbuch steht. Blöd. Blöd, Gut. blöd, blöd, blöd. Aber ich muss sagen, der Haruspex ist dann zumindest fertig zusammengebaut. Also das Modell an sich ist fertig zusammengebaut. Es fehlt natürlich die Bemalung, klar, aber der Bau ist beendet. Fertig gebaut, wie ihr seht. So siedlermäßig. Falls ihr Siedler kennt. Und ich denke, wir können uns dann in den nächsten Malen, wobei ich jetzt noch nicht sagen kann, wann das nächste Mal ist, können wir uns dann den anderen Dingen zuwenden, weil, wie gesagt, die Grundierung, das Grundieren kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Wetterbedingt. Weil man bei dem aktuellen Wetter eben nicht grundieren kann. Jo. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr alle dabei wart. Ich freue mich natürlich auch besonders, dass die Eisenseele uns tatkräftig unterstützen konnte mit seiner Co-Moderation. Und würde mich natürlich freuen, wenn ihr ein Follow hier, also hier auf dem Kanal, ich glaube, Moment, Ja, bei dir. da Jetzt oben höre ich dich schon hinterlassen. wieder. Du bist aus dem Discord raus. Jetzt muss ich wieder da. Wieso bin ich aus dem Discord raus? Nee, jetzt höre ich dich wieder. Okay. Da oben, da müsste das Follow sein. Da steht nur verschenkt ein Abo bei mir. Dann ist vielleicht auch da unten der Follow? Ich weiß es Da ist gerade bei nicht. mir, da ist bei mir Infollow. Ja, Hier. genau. Drücke ich auf den Follow. Die, wo noch nicht folgen, können hier folgen. Die anderen können da oben Abos verschenken. Oder abonnieren. Und hier unten können die folgen, die noch nicht gefolgt haben. Natürlich gibt es auch mit, mach mal Ausrufezeichen Info. Da müsst ihr jetzt Ausrufezeichen. nämlich alle Kanäle, also YouTube, Twitch, Ja, und Facebook natürlich. Facebook und Twitter geben. Auf denen könnt ihr natürlich auch immer ein Follow hinterlassen. Twitter wird wahrscheinlich die beste Plattform sein, um Informationen zu bekommen. Facebook müsste ich wichtiger durchziehen, aber das kommt nicht. Es ist schwer. Ich finde, Facebook ist schwierig, wenn du nicht. Twitter baut sich Warum da machst du wesentlich besser. gerade ein Twix-Zeichen mit deiner Hand? Jetzt habe ich Hunger auf Twix. Ja, das sind meine versteckten Werbepartner. Ja. Aber ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr ein Follow dalassen würdet an diesen diversen Plattformen.
Und natürlich könnt ihr auch zur Eisenseele gehen und dort einen Follow hinterlassen für die, die nicht unbedingt gerade von Eisenseele kommen. oder schon bei ihm sind. Ich glaube, die Miss Strangelove ist bei ihm eh schon Ist jetzt auch Follow. mittlerweile bei mir Moderator. Die ist sogar Strangelove, die schläft sich hoch. Ja, und Namitsu hat ja schon seinen Follow bei dir gelassen. Ja, genau. Aber es gibt ja noch andere stumme Zuschauer, die vielleicht eher ein Follow da lassen wollen. Ja, vielleicht, aber ich glaube, die meisten haben nicht mal einen Account, kann das sein? Das weiß ich nicht. Das ist eine Weil im gute. Prinzip werden nur, also Pantomias wird noch angezeigt. Keine Ahnung, vielleicht macht der was? Ich weiß es nicht. Ich guck. Sagt mir Ja. jetzt so nichts. Nee, sag mir auch nichts. Ansonsten ist, ja, der Mubot. Der Mubot muss dich noch abonnieren. So sieht's aus. Ja, seltsam. Aber ja Ach komm. gut, es können auch alle stummen Zuschauer können auch endlich bei Twitch sich anmelden und können dann ja vielleicht, weil sie von der Eisenseele kommen, auch der Eisenseele folgen. Wer weiß. Und ich würde dann aber sagen, ich beende das Ganze für heute. Lass noch laufen, lass noch laufen. Augenblick noch laufen lassen. Aber du weißt, dass keine Donation-Meldung kommt. Ja, egal. Dann lass mich dir doch kurz den richtigen Link geben, oder? Nein, nein, keine Donation. So. Moment. Oh, du fieses Sau. Du hast dem Mobot einen Sub spendiert. Der böse Mobot kann jetzt auch die Sub-Emotes posten. Ja, aber du kannst jetzt theoretisch einen Comment machen, wo du dein Dings reinmachst, was er dann automatisch mal ab und zu postet. Aber Oder wenn das. du Ausrufezeichen. Da Also hatte jetzt für den das einen nicht Monat schon. aber. Das kann er sonst normalerweise nicht machen, weil nur du kannst das ja posten. Okay, dann muss ich mal beim Mobot reingucken. Aber schon mal vielen, vielen Dank, die Eisenseele. Du gibst schon 35 Euro diesen Monat aus. Na, mit zu. Das kostet 300 Kekse. Was hat sie Wie denn gemacht? hast du? Nee, ich habe im Prinzip ein Abo verschenkt. Das funktioniert dann genauso, wie auch wenn ich dann bei mir die Abos verschenke. Dass Ja, ich dann genau. einfach Das. den reinmache. Und ein Bot bringt halt zum Teil was, ein Bot was zu schenken, weil einer wie kann das dann halt kreativ nutzen und dann seine Emojis in den Bot reinpacken. Ja, genau. Er kann dann auf sowas da kann dann prinzipiell könnte ich dann Leuten erlauben, dass sie dieses Emote posten können über den Mobot. Also die Genau. geben einen Befehl und der Mobot postet dann Skorpione an die Macht und Genau, oder zehn. das kannst du zum Beispiel dann mit dem Hype, könntest du es da verbinden, was ja gerne gemacht Och, wird. Miss Strangelove. Vielen Dank, die Miss Oh. Strangelove. Jetzt hat die gute Namitsu auch einen Sub und kann auch mit Steinskorpionen Es um sich ist werfen. übrigens der Namitsu, nicht die Namitsu. Ich habe immer das Die-Gefühl bei Namitsu. Hallo, der Namitsu. Und willkommen im Club. So, oh, es gibt fünf Kiesel in den Kisten. Ja. Gerade ist eine auftaucht gewesen. Aber. Trotzdem müssen wir den Stream jetzt einmal beenden. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Und deswegen, ich freue mich auch über die beiden neuen Subs. Und hoffe natürlich, dass ihr damit nicht euch in Unkosten gestürzt habt. Ach, Und. ich werde das dann nächstes Jahr, nächsten Monat dann abziehen. Dann Okay. kriegst du minus, dann kriegst du minus 3 Subs von mir. Gut, werde ich mir merken. Und natürlich die stummen Zuschauer, ich danke auch diesen für ihr Erscheinen. Ihr könnt ja auch auf Twitter oder auf YouTube eine Nachricht hinterlassen, wenn das Video dann zum Beispiel auf YouTube kommt. Könnt ihr da eine Nachricht hinterlassen und mir sagen, wie es euch gefallen hat. Und ja. Freut mich und ich wünsche euch noch einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.